Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade V5. Tut mir leid, wenn wir ein bisschen Verzögerung haben oder haben jetzt halbe Stunde, aber wir haben vor einer Stunde oder so uns getroffen und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass mein komplettes Twitch-Overlay verschwunden ist von meinem Computer. Das heißt, ich muss jetzt in einer Stunde ganz schnell das, was ihr jetzt seht, noch eben schnell neu bauen. Deswegen auch heute keine Animation oder sonst irgendwelchen fancy Shit. Einfach Gameplay pur heute. Back to the roots quasi. Ja, wie ihr seht, heute sind wir in einer leicht anderen Besetzung auch noch da für euch. Und zwar spielt heute mit die Züdi als Amanda. Sag mal hallo. Hallo. Genau. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Aisea, also der Araiguma, irgendwie keinen Bock mehr hat auf die Runde und nicht da ist. Der ist einfach nur heute verhindert. Und ja, ich habe mir gedacht, wir holen uns jemand einfach als Ersatz ins Boot, der dafür sorgt, dass wir trotzdem spielen können, in voller Besetzung. Deswegen werdet ihr nachher etwas über Amanda, Zydis Charakter vielleicht erfahren. Jetzt werden wir dazu kommen. So, und dann spielt auch heute noch mit der Kakko als Bruce. Nabend. Und die Feramin als Samantha. Hallo. Und Dr. Angela wird wie immer gespielt von Lilio. Hallöchen. Ja, ich habe heute auch keine Kontaktlinsen drin, weil ich bin immer noch etwas erkältet. Und da tun die meinem Körper nicht gut. Deswegen verzeiht mir schon mal im Voraus, wenn ich euch irgendwann mal ins Mikrofon huste oder schniefe. Das müsst ihr ein bisschen ertragen. Ich hoffe, meine Stimme macht die 2 Stunden, die wir jetzt noch haben, mit oder 2,5. Mal gucken. Könnt ihr heute länger? Damit wir das aufholen, die letzte halbe Stunde? Gut. Aber auch einen leckeren Tee. Und sag euch nochmal ganz kurz. Wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Das spielt in der World of Darkness. Das heißt, ja, wir behandeln hier Themen, die unter anderem nichts für Kinder sein könnten oder nichts für zartbesottete Seelen. Es können Thematiken vorkommen, die vielleicht nicht jedermanns Sache sind. Bitte denkt daran, dass wir als Spieler hier Pen-and-Paper-Rollenspiel betreiben. Das heißt, wir sind nicht die Bösen, die unsere Charaktere sind, denn meine Spieler spielen Vampire, damit die Ausgeburten der Hölle, Dämonen und ja, und aber eigentlich sind sie im wirklichen Leben ganz nett. Glaubt denen das einfach mal. Ja, also falls ihr euch irgendwas habt hier in dieser Runde, was euch irgendwie angeht, dann einfach ausschalten und dann den nächsten Teil oder einen anderen Stream gucken. Davon gibt es ja genug. Und ja, keiner zwingt euch hier irgendwelche bösen Sachen anzugucken. So, that said, wir befinden uns in einer nicht näher genannten Stadt in Texas, USA, an der Grenze zu Mexiko. Die Grenze ist knapp 20 Minuten mit dem Auto weg. Und unsere Vampire sind neu in der Stadt. Inzwischen gar nicht mehr so neu. Haben sich schon ein bisschen arrangiert. Und das Besondere an der Stadt ist, was sie bisher jetzt herausgefunden haben, dass die Stadt keinen Prinzen hat. Und ja, eine Tremere namens Veronica, die Geschäfte irgendwie übernommen hat und unseren Charakteren auch 2 Aufträge gegeben hat, nämlich einerseits sollen sie dafür sorgen, dass der amtierende Bürgermeister bei der anstehenden Bürgermeisterwahl wiedergewählt wird. Und zweitens sollen sie einen verschwundenen Vampir suchen, nämlich Anna, die ihres Zeichens der Sire von Bruce ist. Was die gute Veronica aber, glaube ich, noch gar nicht weiß. Ja. Und unsere Vampire haben Anna, nicht Amanda, Anna natürlich gefunden und haben auch schon ordentlich für den Bürgermeister Dinge in die Wege geleitet. Und
Als sie Anna aber gefunden haben und damit auch Bruce, haben sich einige Dinge herausgestellt, die vielleicht etwas beunruhigend sind für unsere Vampire. Nämlich, Anna behauptet, dass die Camarilla der Stadt sie an die zweite Inquisition verkauft hat. Und Anna deswegen ausgeliefert wurde an die Menschheit und die jahrelang finstere Experimente mit ihr gemacht haben, bis sie dann fliehen konnte. Und man weiß es nicht so genau. Es war da die Enthüllung in der letzten Folge. Was genau bis jetzt alles passiert ist, könnt ihr natürlich auf YouTube nachschauen. Da gibt es die Playlist. Und wenn ihr es jetzt gerade auf YouTube schaut, dann ist die auch verlinkt unten unter dem Video. Genau. Und die Amanda hat man bis jetzt noch gar nicht gesehen. Auf die werden wir gleich hoffentlich noch zu sprechen kommen. Aber die letzte Szene aus der letzten Folge war, dass sich alle Vampire in Iseas Büro getroffen hatten und die Ereignisse und Geschehnisse mit Anna besprochen haben. Das hat Dr. Angela leicht wütend gemacht. Und da sie eine Bruja ist ist ihre Zündschnur ein bisschen kürzer als andere und sie ist ausgetickt, hat die Haustür aus den Angeln gerissen und quer durch den Raum geschmissen und ist völlig ausgerastet. Das Tier hat übernommen und vor der Tür stand leider aber auch gerade ein Paketbote, denn unsere Vampire hatten sich eine Kamera bestellt übers Internet und der steht mit schlotternden Knien in seiner Paketbotenuniform. Mit großen offenen Augen schaut Dr. Angela an, etwas furchtsam, wie sie da in der Tür steht, die sie gerade aus den Angeln gerissen hat, kurz bevor er auf das Klingelknöpfchen drücken wollte. Und was tut denn Dr. Angela in diesem Augenblick, wenn das Tier da Wie sieht der denn aus, der Postbote? Ein schlachsiger junger Kerl, keine breiten Schultern oder so, eher so der Otto-Normal-Typ. Otto-Normal-Typ. So eine helle, kackbraune Postboten-Uniform an. So eine Käppi auf rückgedreht. Wie gesagt, mit großen Augen, hat so einen leichten Drei-Tage-Bart schaut so mit etwas schlotterndem Gesichtsausdruck in deine Richtung. Weil er hat wohl das... Schaut dann ein bisschen... Hat dieses Paket in der Hand, legt das ganz langsam auf den Boden. Bevor er das macht, reiße ich ihm das aus der Hand und werf's einfach schnurstracks auf Isaiah mit den Worten: Dein Paket ist da, Schätzchen! Ihm auch relativ, mit Schmackes so ein bisschen. So einfach fett auf ihn drauf. Leider ist er jetzt nicht da, um irgendwie das aufzufangen. Mhm. Knurre den Postboten an, schubst ihn so ein bisschen zur Seite weg und stapft an dem vorbei. Und verschwindet in der Nacht. Ja, der versucht hinterher zu rennen. Ja. Also man merkt schon, dass ich relativ so schnell wie möglich weg möchte. Und ich weiß nicht, wie das da so aussieht. Von der Dichte der Häuser ist da irgendwo ein abgemauertes Grüngrundstück oder sowas, wo ich mir denken könnte, wenn ich über eine Mauer drüber springe, dann bin ich weg von allem. Ja, so richtig so ein Park oder so hast du da nicht. Allerdings hat Isaiah schon so ein bisschen eine schönere Gegend als Wohnort oder als Residenzort aus sich ausgesucht. Man muss ein bisschen laufen vielleicht, aber dann hast du so ein paar schöne Vorstadthäuserchen mit großen Gärten auch, wo man halt dann über die Hecke springen könnte. Dann wärst du halt irgendwo bei wem im Garten. Ja, dann suche ich mir da irgendwas, wo es vielleicht so aussieht, als wäre da gerade nicht viel los. Also so, ich würde schon nicht irgendwo reinlaufen, wo gerade überall das Licht ganz groß an ist im Garten oder sowas an der Art, oder wo ich denken könnte, bei einer Party oder was weiß ich was, sondern irgendwo so, wo es halt relativ dunkel noch aussieht, und dann würde ich da tatsächlich einfach über eine der Hecken drüber springen und mich da mehr oder weniger verstecken wollen. Mhm.
um mal durchzuatmen. Also ich hätte die Verfolgung aufgenommen. Ich würde auch hinterherrufen. Angela! Angela! Das wäre mir ziemlich egal. Ich brauche noch eine Unterschrift. Ja, Bruce sitzt noch so ein bisschen in einer halben Viertelstellung da im Büro. Nimmt so die Arme hoch, guckt so zu Anna und sagt so ganz leise, was war das denn? Und guckt dann so nach rechts oder links und dann steht ja noch der Postbote da und dann geht er so ganz langsam dahin, sagt auch nichts und dann, die haben ja immer so ein kleines Tablet und dann würde ich das unterschreiben und holt noch so irgendwie $5 raus. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Und gibt ihm die so. Danke. Geh jetzt lieber. Und der guckt ihn auch so richtig eingeschüchtert an, so. Er dreht sich rum und trollt sich. Bruce trollt sich in die andere Richtung. So. Ja. Ja, Samantha läuft hinter Dr. Angela her. Ah. Ja, dann siehst du irgendwann einmal, wie ich über eine Hecke oder eine Mauer oder sowas drüber springe. Ja, dann werde ich auch versuchen, über diese Mauer zu springen. Du wirst mich so schnell nicht los. Ja, je nachdem, wie es wirst verfolgt. Wie gesagt, also... Ich rufe ihr hinterher, also... Wenn das Bewusstsein noch halbwegs funktioniert, müsste sie wissen, dass es nicht irgendwer ist, sondern ich. Das Problem ist, in dem Augenblick will ich überhaupt gar nicht mit irgendwem darüber reden. Mit. Das ist halt, ne, so dieses... Ihr seid mir gerade einfach alle zu viel. Und ich will eigentlich einfach gerade nur weg von allem. Aber ich will jetzt, wie gesagt, ich würde mir halt irgendwo eine dunkle Ecke suchen, würde dann auch nicht weiterlaufen. Das heißt, wenn du mir dann tatsächlich auch in so einen Vorgarten oder sowas rein verfolgst, wirst du dann sehen, wie ich wahrscheinlich irgendwo sitze und einfach nur meine Hände angucke und halt nichts anderes mache. Ich würde dich auch nicht direkt bedrängen, sondern ein bisschen Abstand. Also wenn du stehen bleibst, da irgendwo bleibe ich dann auch mal stehen. Dann würde ich erstmal nur anschauen. Also ich würde wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von irgendeiner Hecke oder so einfach so nach und nach einfach die ganzen Blätter einzeln rausreißen. So. Und erstmal einfach nichts anderes tun. Mir geht's nur darum, dass du nicht irgendwelche dummen Dinge tust. Ja. Von daher. Jetzt gerade zerstöre ich noch ein bisschen grünen Zeug. Das ist okay. Ich bin geduldig. Ich kann warten. Ich würde dich wahrscheinlich so nach 10, 15 Minuten nochmal so vorsichtig. Angela? Und es wird einfach nie besser. Naja, was einfach so. Ich würde sie einfach sagen und. Man kann nicht davor wegfliehen. Man merkt halt, dass ich so ein bisschen fester einfach so an einem Grünzeug reiße und das so halb durch die Gegend werfe. Warum bist du hier? Es ist total. Es ist einfach alles total egal. Und was jetzt genau? Ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Dann hocke ich mich einfach so hin, guck auf meine A und denk, ich werde für immer ein Monster sein. Wir sind alle Monster. Und das, was eben passiert ist, zeigt es nur noch genauer. Das Schlimmste ist, ich kann nicht mal heulen. Wie gerne ich jetzt einfach in irgendeine Ecke gehen und heulen würde. Und es geht einfach nicht, weil existiert einfach nicht mehr. Du kannst. Wenn ich meinen eben ist du reizen du würde, aber also, das ist halt so dieses gerade, ich möchte es nicht noch mehr reizen, als es sowieso schon ist, weil ich merke halt immer noch, wie es in mir brodelt. Und ich möchte Sachen kaputt machen, ich möchte Leuten wehtun. Ja, das ist doch aber sehr gut. Und das wollen andere auch. Und ich weiß, dass andere mir wehtun wollen. Ja, dann musst du ihnen nur zuvorkommen. Aber das will ich nicht. Ein Teil von mir will es und der andere von mir will es einfach nicht. Ja, wir sind keine Menschen mehr. Das ist völlig recht. Aber... Das heißt aber nicht, dass ich glücklich damit sein muss. Wir haben doch erst vorhin drüber geredet. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Entweder du gehst morgen früh die Sonne begrüßen
Oder wir versuchen noch irgendwas Sinnvolles zu tun. Frage ist, wie sinnvoll wir überhaupt sein können. Die kleinen Fische im Haifischbecken. Wir sind hier in einer ziemlich kleinen Stadt. Ich denke, wir haben schon gewisse Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wie das Leben in dieser Stadt sein soll. Wie viele von uns kann es hier denn geben? Wir müssen uns hier nicht gegen Hunderte durchsetzen. Wahrscheinlich nur gegen eine kleine Zahl. Und ja, ich weiß, dass dir nicht gefällt, was Isaiah gesagt hat. Und mir gefällt es eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben nicht so furchtbar viel Wahlmöglichkeiten. Entweder wir tun jetzt was, um gewisses Unrecht zu... An was sollen wir später genauso werden? Was ist, wenn dieses Biest in uns zu genau solchen Leuten macht, wie die, gegen die wir gerade kämpfen? Das können wir jetzt nicht wissen. Aber die Hände in den Schoß zu legen, ist eben, finde ich, auch keine Möglichkeit. Wir können jetzt versuchen, was zu tun. Oder wir können die Augen verschließen. Aber du warst Ärztin, du hast mir erzählt, was du getan hast. Du hast die Augen auch nicht verschlossen. Und ich glaube auch nicht, dass du es jetzt tun würdest. Monster hin oder her? Natürlich will ich meine Augen nicht verschließen, aber das Problem ist, dadurch sehe ich gerade, was für ein Monster ich bin. Würde ich meine Augen zumachen, wäre mir das ja egal. Dann würde ich einfach tun, was da in mir drin ist. Das Problem ist, es ist halt, ne, es gibt doch diese wunderschöne Sage, entweder ein Held stirbt oder er lebt, um zu sehen, wie er selbst zum Bösewicht wird. Genau das ist das, was gerade passiert. Das ist genau das, wovor ich gerade... Angst geht ja noch nicht einmal mehr. Das, was ich am meisten befürchte. Ich möchte gerne etwas alleine sein. Ich möchte kurz durchatmen können, bitte. Bitte komm wieder zurück und mach keine Dummheiten. Ich brauche nur ein paar Minuten. Weißt du was? Ich warte auf der anderen Seite der Hecke auf dich. Okay? Ich bin nicht weit weg. Ich wende mich von ihr ab. Jo. Dann kletter ich wieder über die Hecke, gehe ein paar Schritte und warte dort mal, ob Angela irgendwann wiederkommt. Ich... Jetzt ist er wieder da. Okay. Das heißt, was haben die jetzt alles sicher mitbekommen? Fällt wieder Ton weg. Ton okay. Auch wieder da. Nur damit ihr es wisst, ich habe Silence of Death angemacht und bin einfach woanders weggelaufen und sitze jetzt irgendwo auf einer Bank oder irgendwo rum und habe einfach nur gerade keinen Bock, irgendwie kontrolliert zu werden oder sowas und brauche noch mal eine halbe Stunde oder sowas. Ja gut, ich würde irgendwann mal auf die Uhr gucken und dann beschließen, dann eben alleine wieder zurückzugehen, weil wir heute noch was vorhaben. Also sind immer noch Bruce, Anna und der Dicke sind ja noch im Büro. Und Isaiah. Und Angela wusste ja, was wir geplant haben. Die findet uns dann schon.
Ruf. Ah, verdammt, ich hatte schon wieder keinen Ton. Ah! Irgendwas ist heute nicht so schön hier. Also, Isaiah packt die Kamera aus, die nicht gelitten hat, ob des Wurfes, und ja, drückt die dann Bruce in die Hand und meint so, kannst du damit umgehen? Ja, ich guck mir die an. Solange jetzt nicht so kompliziert ist, ja, könnte ich machen. Aber Bro, schau mal selber auf die Uhr. Spät wird es so sein, circa. Kurz vor Mitternacht. Das wäre ein bisschen schlecht. Er hat ja, ist ja heute schon um 23 Uhr los. Also hätte er schon vorher dann losgemusst. Deswegen. Ah, du hattest den Termin, ne? Dann haben wir kurz. Ja, genau, weil. Dann haben wir kurz drei vor. Okay, ja, weil dann. Könnte ich bestimmt. Guckt ihr sich so ganz schnell an, aber schaut so auf die Uhr. Ich habe nur noch eine Viertelstunde. Ich muss vor dem Hotel sein. Also legt ihr so auf den Tisch. Isaiah und so. Ich muss jetzt verduften, ne? Und gehen noch mal kurz zu Anna. Drückt ihr mal kurz. Schatz, ich will so ungefähr um. Kurz vor Sonnenaufgang bin ich auf jeden Fall wieder da. Ich muss los. Und dann duftet er so durch die Tür ab. Würdig den Dicken keines Blickes. Das ist der gewohnt. Ja. Der Arme. Ja. Anna nickt den anderen nur zu und folgt ihr dann nach draußen. Läuft dann aber in eine andere Richtung, als du läufst. Mhm. Und ja. Wer weiß, was jetzt gerade noch passiert im Büro von Isaiah. Kriegt er dann keiner mehr großartig mit. Während Samantha auf Dr. Angela jenseits der Hecke wartet, dass sie sich wieder einkriegt. Ja. Dr. Angela kann aber mal, wenn sie sich da irgendwie abreagiert und irgendwie an dieser Hecke irgendwie langfährt und die Sträucher da misshandelt, kannst du ja mal eine Probe kurz würfeln? Mhm. Auf Wits und Awareness. Okay. Samantha auch. Drei Erfolge. Ja, ich sehe es leider gerade. Ah ja, jetzt sehe ich es, ja. Erfolg, 2-1, okay, ja. Ja, es ist nicht mehr so schlimm wie in der V20 mit den Einsen. Mhm. Oh, das ist ein Crit. Wie viel Hunger ich hast du denn? 2 Hunger. 2. Dann ist das sogar ein Bestial Crit. Ja. Wie sieht das denn aus, wenn das Tier in Sam etwas wahrnimmt? Und was potenziell eine Gefahr für Samantha darstellen könnte. Wie würde das darauf reagieren? Also gelingt dir, du nimmst das als allererstes wahr mit deinen, dann insgesamt 4, 5 Erfolgen. Ich glaube, ich würde mich erstmal verstecken, um zu gucken, oder erstmal rauszufinden, was ist da. Mhm. Hat Samantha Auspecks? Ja. Hast du die übernatürliche Wahrnehmung? Ja. Okay. Also sie sense the unseen, ja. Mhm. Habe ich. Gut, dann wird Dr. Angela wird dann wahrnehmen auf der anderen Seite der Hecke, irgendwie, während du da irgendwie verdingst, dass da ein großes Tier auf dem was heißt groß? Es ist ein größeres Tier, das auf dem Dach des Hauses sitzt. Und du läufst ja so in dem Garten irgendwie so um das Haus rum und das hopst irgendwie immer so an der Dachrinne entlang, immer dir hinterher. Gemutet. Ist gemutet. Also ich würde mich nicht verstecken, ich würde mich mehr so auf einen Kampf gefasst machen. Mhm. Und das so ein bisschen aus den Augenwinkeln. Siehst du, dass das so ein Vogel ist, der da oben auf der Dachrinne sitzt. Großer, okay. Großer schwarzer Vogel.
Ja, und Sam blickt sich um, versucht irgendwie zu gucken, dass irgendwie ja keiner irgendwie, stieß quasi auf Schmiere, ne, dass keiner vielleicht die Hausbesitzer zurückkommen oder dass irgendwo ein Licht angeht oder so. Und schaust so die Straße lang und siehst dann mit deinem übernatürlichen Blick verschwommen die Umrisse einer Gestalt in der Hecke sitzen. In der Hecke? Ja. So zusammengekauert da unten. Angela ist noch auf der anderen Seite von der Hecke. Und dein Biest in dir drin sagt, Vorsicht. Angela? Wie weit bin ich zu dem Zeitpunkt schon weg? Ja, das ist halt nur so ein Häusergarten. Also du wirst, wenn sie etwas lauter ruft, wirst du das wohl hören. Was? Komm her, hier gibt's was zum Spielen. Spielen, sagst du? Und ich lasse so ein bisschen meine Knöchel knacken, ich kann das leider nicht in echt. Und schleiche zurück, immer noch mit Spiel vergessen, Silence of Death. Ja, also machst keine Geräusche dabei. Keine Geräusche dabei, genau. Ja, wie reagiert denn Amanda darauf, dass sie anscheinend wahrgenommen wurde? Tango ist aufgeflogen. Code Red, Code Red. Ja, ich versuche mich vorsichtig zu entfernen. Richtung Hecke oder Richtung Straße? Dazu sitzt er mitten in der Hecke drin. Wo ist denn die nächste Möglichkeit, wo ich verschwinden könnte? Es ist, wie gesagt, ja überall Häuser. Also es gibt viele Möglichkeiten. Kannst du irgendwie richtig in den Garten reinlaufen und hinters Haus? Oder kannst du auf die Straße laufen? Ja, direkt zu Angela. Komm, ist ja doch ganz lieb aus. Okay. Ich schleiche ein Stück oder bin gerade dabei, hebe mich und will mich weg Richtung Straße schleichen. Bis ich kurz innehalte, überlege, zurückblicke und mich dann der Samantha zuwende. Samantha, das Tier in dir nimmt es wahr, dass die Hecke sich bewegt. Und Dr. Angela wird das nicht bemerken. Die Hecke bleibt Hecke. Aber die Hecke bewegt sich und dieses verschwommene Schemen ist so ein bisschen, als wäre da irgendwie du kannst nur die Hecke sehen, du siehst die Gestalt nicht, aber du siehst so ein bisschen so ein Schillern irgendwie da, wo die Gestalt eigentlich sitzt. Und dann die Hecke sich ein bisschen bewegen. Es könnte auch der Wind sein, der ein bisschen so hin und her weht, aber dafür ist es halt nur an einer Stelle, das ist halt auffällig. Und dann steht dieses Schimmern halt auf dem Gehweg neben dir, also nicht in Reichweite, aber 2-3 Meter weiter weg. Und kauert dann in. Ich richte mich auf und mach mich sichtbar. Go! Angela, beeil dich! Ja, ich meine, ich stehe ja wahrscheinlich auch so mehr oder weniger daneben. Sehe das wahrscheinlich auch, wie sie sich materialisiert. Und hast du uns gerade auch spioniert? Wie sieht Amanda denn aus? Ganz so aus. Ja, also ihr seht eine Frau, ungefähr, ja, so nicht sehr groß, hat zottelige, lange Haare mit ziemlich vielen Federn drin, hat ein schwarzes Kleid an, aus ziemlich vielen Lagen, was sehr schäbig eher ausschaut, wo auch viel Dreck dran ist. Sie hat auch verschiedene Ketten, Schmuckstücke an mit
Vogelfedern, Krallen. Hat ein sehr fleckiges, abgewetztes Gesicht. So, die Haut sieht nicht sehr gesund aus. scheint ja, so ansonsten die recht kleine Augen geht ein bisschen gedrungen. Ja, und schaut euch neugierig an. Ja, schauen so von, also ich schaue Männer so von oben nach unten an. Was hast du da getan? Warum bist du hier? Ist ein schöner Abend. Schöner Abend, um Leute nachzuspionieren. Wer sagt, dass ich euch nachspioniert habe? Wer sagt, dass ihr nicht, dass ich hier gesessen habe und hierher gekommen seid? Ist doch ein wunderschönes Plätzchen, nicht? Ich wüsste nicht, warum man einfach so getarnt in einer Hecke sitzen sollte. Na, es wäre doch komisch. Es wäre doch komisch, wenn ich in der Hecke sitzen würde und nicht getarnt wäre. Ja, doch. Warum sitzt du überhaupt in der Hecke? Da drüben ist eine Bank. Ah, heißt so. Hecke ist sympathischer. Fühler, angenehmer. So heißt hier. Aha. Geschützter. Nicht so windig. Das zerzaust meine Haare, der Wind. Deine Haare sind eh ein verlorener Fall, du. Ach. Wo du recht hast, hast du recht. Wer wird denn schon auf Äußerlichkeiten geben? Ja, da fragst du genau die richtigen beiden, du. Oh ja. Stärker könnte der Kontrast nicht sein, ja. Bruce hättest du mit dem Argument gekriegt. Oh ja. Dabei ist Anne doch auch ein Cutie. Ein Wildfang, ja. Ihr macht den Wirbel. Vor allen Dingen, wenn wir beobachtet werden. Dafür, dass ihr nicht auffallen wollt, fallt ihr ungemein auf. Meint ihr nicht auch? Ich hatte gerade andere Probleme, als nicht auffallen zu wollen. Hm. Was du ja wahrscheinlich mitbekommen hast, wenn du uns ausspioniert hast. Ich habe nie behauptet, dass ich euch ausspioniert habe, aber wäre auch nicht schwer, so wie wir. Ihr seid nicht vorsichtig, solltet es doch sein. Gut, dann werde ich in Zukunft halt einfach davon ausgehen, dass an jeder Ecke irgendwo jemand sitzt, der mich belauscht. Wäre nicht verkehrt. Nicht nur in den Ecken. Oh, ich hab so Bock, ihr einfach in die Schnauze zu hauen gerade. Mach es, mach es. Ich warte nur drauf. Warum habe ich dich denn gerufen? Ich bin nicht die zum Zuhauen. Ich habe eine Brucha und ich werde sie benutzen. Oh, ich gehe langsam auf sie zu. Okay, Schätzchen. Genug gespielt. Wenn du dich nicht weiter mit uns anlegen willst, dann sagst du uns jetzt, was du hier zu suchen hattest. Ich hab nichts gehört. Doch. Beobachten. Da alles. Ich glaube, mein Mikro pickt das nicht so richtig, wenn du flüsterst. Okay. Beobachten. Sorry. Ich beobachte alles.
Mach doch nochmal einen Wurf auf Wahrnehmung, also Wits und Awareness, Dr. Angela. Nochmal drei Erfolge. Blickst du dich um und irgendwie stehst gerade so, dass quasi Amanda vor dem Haus, wo du eben im Garten standst, und du auf der Straßenseite mit Samantha, kannst an ihr vorbeischauen auf das Haus und jetzt sitzt da nicht ein Vogel, sondern so fünf Vögel oben auf der Hauskante. Blickst dich um und auf der anderen Straßenseite sitzen auch zwei Vögel auf dem Hausdach. Die schauen alle in deine Richtung. Ist nicht irgendwo ein Stein auf dem Boden liegen? Boah. Dann würde ich gerne mit einem Stein nach einem von diesen Vögeln werfen. Ja, dann mach mal Dexterity und nimmt man da. Ja. Komm, wir nehmen mal Firearms. Okay. Oder Athletics, was du besser kannst. Athletics. Das sind dann 7. Hier. Successes. Ah, ne. Doch. Vier Stück. Hey. Ja. Ja. Schmeißt den Stein nach den Vögeln und bist sehr geübt drin, Steine weit zu schmeißen. Schmeißt du auf die 2 oder auf die 5 Vögel? Und welche sind näher dran? Die 5 Vögel auf dieser Seite der Straße. Dann da. Die stieben so auseinander wie so ein Kreisen dann so über euch. Du solltest meinen Freunden nicht wehtun. Ihr macht euch Feinde, wo ihr doch Freunde braucht. Nicht du siehst mir nicht wie jemand aus, den ich als Freund haben möchte. So urteilst du über das Aussehen, nicht wahr? Ich urteile auch an den Taten und mich auszuspionieren ist keine gute Idee, um mich als Freund zu kriegen. Angela? Ah, es ist Angela? Also klüger, sofort auf den Erstbesten zuzugehen, ohne zu wissen, wer er ist. Ist es nicht viel klüger, erstmal herauszufinden, ob man jemanden vielleicht trauen kann oder Informationen einzuholen, bevor man an jemanden herantritt? Jemanden zu früh zu vertrauen, ist nicht gut. Du würdest das sicher nicht machen. Er ist aber auch nicht besonders gut, jemanden zu auszuspielen, der dich finden könnte gegen deinen Willen. Und das ist auch keine gute Möglichkeit, um Vertrauen zu kriegen erstmal. Also hast du es dir damit sowieso schon mal verkackt. Ich hätte nicht hierbleiben müssen, ich hätte mich euch nicht zeigen. Wir hatten dich aber schon gesehen. Ich hätte euch auch nicht warnen müssen. Ich wäre so schnell verschwunden, ihr hättet mich nicht mehr gefunden. Wäre vielleicht besser gewesen. Wusstet noch nicht mal, dass ihr beobachtet und von wem schon gar nicht. Ja gut, es wird uns eine Lehre sein. Angela, lass uns gehen. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir gehen nicht auf dem direkten Weg zurück zum Büro. In der Tat. Als ob ein Männer nicht wüsste, wo das Büro ist. Lass uns doch unsere kleine naive Hoffnung ins Küken. Süß sind sie, nicht wahr? Gut, dann springen wir zu Bruce, der sein Tete-a-Tete mit Mr. Pranava hat. Auf dem Weg dahin, Bruce hat ja jetzt, ich als Charakter habe ja jetzt Sense the Beast gesteigert, was ja auch, wie ich gerade gelesen habe, auch passiv läuft. Wie schaut das denn aus, wenn Bruce dann so durch die Straßen läuft? Ihr kennt das ja auch bei sterblichen Leuten. Gerade wenn das so neu bei dem auftritt, wie kann man sich das denn so vorstellen?
Ja, du schaust quasi in die Menschen rein und siehst, wenn sie halt aufgewühlt oder animalische, tierische Gedanken in sich tragen, dann kannst du das spüren. Also wenn jemand irgendwie zum Beispiel sehr wütend ist oder sowas und oder dir Böses möchte, dann kannst du das spüren. Mhm. Also alles, was so animalische Gedankengut in einem hochkocht in den Menschen, dann kannst du das spüren. Mhm. Und, Bruce würde halt dementsprechend irgendwie immer mal so ein bisschen mit den Augen zusammenzucken und dann nochmal sich so einzelne Personen, die er zu der Zeit noch auf den Straßen sieht, so genauer anschauen. Wenn er halt so dieses Schimmernde um sie herum sieht, ne, wenn sie irgendwie wütend sind oder so, dann schaut er sie sich genauer an, schaut sich dieses Schimmernde im Vergleich zu der Person, wie sie jetzt gerade auftritt, sich an und dann tut er das erstmal ab als so ein, fällt mir das gerade ein, irgendwie, das war halt so alles zu komisch. Aber kann dann doch irgendwie nicht die Augen von diesen Personen lassen, schaut er immer mal links und nach rechts, ja, ob er irgendwie beobachtet wird, ob ihn einer beobachtet, weil das gerade alles so ein bisschen komisch findet. Ja, dann macht er auch mal Wits und Awareness. Ja. Wits und Awareness. Mhm. Ja. Ja, zwei Erfolge, ja. Dann siehst du am Himmel ja ein Schwarm Vögel über dir fliegen, so kreisen. Er schaut so erstmal nach oben. Ja, nach oben. Also, wahrscheinlich irgendwelche Raben oder sowas. Genau. Oder wie kann ich mir die vorstellen? Ja, irgendwie. Schon immer so wechseln, mal oben nach unten. Ja, irgendwie schaut immer noch so ab und zu nach vorne, dass er nicht gegen jemanden läuft oder so. Und dann, kommt jetzt darauf an, wie viel Zeit er noch hat, würde er halt jetzt halt so schnell wie möglich zum Hotel laufen oder fahren, was jetzt gerade schneller ist, kurz vor 11 nachts. Ja, das Merkwürdige ist, dieser Schwarm, also der fliegt jetzt nicht über dir direkt mal mit, aber so, wenn du drauf achtest, irgendwie an einer Häuserecke sitzt immer einer auf so einer Stromleitung und schaut dir so nach. Oder auf einer Mauer sitzt einer. Oder vor der auf der Straße pickt gerade irgendeine Taube auch irgendwas, schaut dann so hoch, guckt in deine Richtung, du läufst dann hier vorbei und guckt so hinter dir her. Ja, das finde Bruce schon ein bisschen gruselig, aber versucht das halt zu ignorieren. Er muss ja arbeiten. Guckt dann auch irgendwann mal diese Taube an und wenn die so direkt vor dir ist, dann macht er auch so einen Schritt in ihre Richtung. Oh, ist hier so. Genau. Und flattert dann weg. Ja, und fletscht dann so einmal so, ne, wie so ein Wolf, halt die Zähne aus so, na, zieh dich. Dann sprintet er halt weiter irgendwie. Paranoia Achievement. Yeah! Yeah. Ja, und rennt dann halt so schnell wie es geht zum Hotel, dass er eventuell noch so 5 Minuten sogar früher da ist, damit er sich da auf dem Klo nochmal umziehen kann. Er hat ja noch seinen Anzug in seiner Plastiktüte. Mhm. Und muss ja halt dann irgendwie schnell umziehen. Ja, kommst dann zum Treffpunkt am Auto. Mr. Pranava wartet schon. Guten Abend, Sir. Und er zieht sich halt also eine Mütze so gerade, weil er sich gerade angezogen hat. So, hole den Wagen. So Frage formuliert. Ja, einen Moment noch, Sir. Ja, flitze dann nach unten in die Tiefgarage und wo dann diesen unfassbar luxuriösen, das war Mercedes oder sowas, ne? Mhm. Du, ja. Genießt wieder so einen Moment dieses, wie neues Leder und dann fällt auch schon direkt vor. Ja, knippst du das Licht an in der Tiefgarage und vor dir auf so einer Mauer in der Tiefgarage sitzt so eine Krähe. Flattert dann weg, als du das Licht anmachst. Ja, und dann schaue ich dieser Krähe ein wenig nach, so dieses Davok-mäßige. Stülle halt den Kopf und dann fahre ich halt weiter. Und werde dann direkt vor Mr. Pinava parken, dann kurz stehen bleiben, Handbremse an, dann immer so, wie das für einen Chauffeur sich halt gehört, die Tür aufmachen. So, bitte, Sir, bitte steigen Sie doch ein. Dann, hervorragend. Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie die Rechnung mitgebracht? Ja, habe ich. Also, Bruce hat so einen alten, kaputten
ja, so einen Umschlag halt, also für DIN A4 sein, hat dann so diese Urkunde mit. Ja, die habe ich hier, bitte sehr. Und zieht die so aus seinem Jackett raus. Vielleicht so ein bisschen knitterig und dann, bitte. Sehr gut, sehr dann, gut. Dann mache ich halt hinter ihm die Tür zu, schreit dann vorne wieder ein. Und schaut dann so ein bisschen da drauf. Wo soll es denn heute Abend hingehen, Sir? Mir ist etwas nach Unterhaltung. Vielleicht gehen wir in ein Konzert. Was halten Sie davon? Konzert? Wenn Sie das wünschen, gerne. Haben Sie einen Vorschlag? Ja. Gibt es da irgendwas wie in der Kleinstadt? Also, Bruce wird es vielleicht wissen, aber... Naja, also bis jetzt ja nicht der kulturell erfahrenste. Ja. Also bis auf diese Kneipenbands, so kennst du halt irgendwie so aus der Musiksache irgendwie. Du kannst ja mal einen Intelligence und was nennt man denn da mal? Streetwise würfeln. Oh, das kann ich ja sogar einigermaßen. Ja, 3 Erfolge. Ja. Dann fällt dir noch ein, du könntest ihn vielleicht örtliche Oper vielleicht. Vielleicht ist das was für ihn. Stehen Sie auf Opernmusik, Sir? Wieso nicht? Dann, es dauert ein wenig, ist ein wenig außerhalb die Oper, aber ich meine, in einer guten halben Stunde startet ein Konzert in der Oper, also dann könnten wir dorthin. Diese Zeit noch. Ja, durchaus. Dafür ist sie bekannt. Oh, hervorragend. Dann schauen wir uns das einmal an. Wenn Sie das wollen, so, dann fährt er halt los. Mhm. Und Bruce will einmal noch mal kurz schauen und so, ob irgendwie auf den Dächern wieder irgendwelche Krähen oder Tauben ihn beobachten. Ich weiß nicht, ob sie dich beobachten, aber es ist überall in dieser Stadt Vögel unterwegs. Ja, dann wird man wahrscheinlich während der Fahrt, sollte Mr. Pinava nicht wieder los mit seinem Smalltalk, immer mal wieder so ein Raunen hören von Bruce. So. Und, ist etwas nicht in Ordnung? Nun, nicht direkt so, aber es scheint unnatürlich viele Vögel auf einmal unterwegs zu sein. Und er deutet so mit seinem Finger so auf so ein Dach und da ist vielleicht so eine Reihe von Krähen gerade. Das war die letzten Tage nicht so. Unnatürlich viele Vögel. Ja, ich weiß, es klingt ein wenig konfus, aber ich war ja schon, bin ja schon relativ lange hier. Ich habe noch nie so viele Krähen auf einer Stange sitzen sehen. So auf so ein hohes Dach, wo so die Vögel sitzen. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Ich bin mir sicher, Sie sind ein Experte dafür, wie viele Krähen öfter auf einem Dach herumsitzen. Ja, das bin ich durchaus. Ja. Schaut so ein bisschen nach unten. Gut, dann fährst du mit ihm Richtung Mitternachtsoper. Ja, die bekannte Mitternachtsoper von der Stadt, dessen Name wir nicht erfahren nennen dürfen. Ja. Und Dr. Angela und Samantha kommen zurück zum Ort des Geschehens. Man hat die Tür ist da aus den Angeln gerissen. Jemand hat mit so Plastikmüllsäcken die Türrahmen abgeklebt. Von draußen. Hätte den nicht einfach jemand wieder reinsetzen können, so sporadisch? Naja, wenn die aus den Angeln gerissen ist, könnte man die ja zumindest, ja, man hätte sie dran kippen können. Zumindest so, ja, genau, man kann zumindest so tun, als wären sie da dran. Mhm. Aber gut. Nicht mein Büro. Außen zugeklebt. Mhm. Das heißt, es ist keiner mehr da, oder? Bruce hat ja irgendwas gesagt, von wegen, er muss arbeiten gehen, glaube ich. Aber wo ist Isaiah? Und wo ist der Dicke? ich würde sagen, lass uns mal gucken, ob wir da reinkommen.
Ja. Vielleicht haben sie, waren sie so gut und haben uns eine Nachricht irgendwie hinterlassen. Ja, also man kriegt dieses Klebeband ohne Probleme ab. Steht dann bei SCA im Büro. Und tatsächlich, ist da irgendwo eine Notiz? Ah, tatsächlich okay. Ist da eine Notiz, muss wichtige Dinge erledigen, treffen wir uns später. Und der Dick ist auch einfach verschwunden. Das heißt jetzt nicht das erste Mal, dass er ständig verschwindet, aber... Also das ist mal so, sicherheitshalber, Dicker, bist du hier? Keine Antwort. Liegt denn die Kamera da noch irgendwo rum? Nee, da liegt keine Kamera. Aber ein geöffnetes Paket mit der Verpackung einer Kamera. Also scheint jetzt zumindest nicht kaputt zu sein, sonst würden die wahrscheinlich noch da drin sein. In ihrer Kaputtheit. Ich möchte noch einmal diese Packung irgendwo durch die Gegend schmeißen oder treten, je nachdem, wo sie gerade liegt. Ja. Oh, so wusch. Also, okay. Ich habe fast das Gefühl, dass unser Plan erstmal verstorben wurde von Heise. Ich glaube auch. Lass uns trotzdem eine Nachricht für Bruce hier hinterlassen. Dass er uns am Motel treffen soll oder sich dort melden soll. Und dann würde ich sagen, wir fahren trotzdem noch mal kurz, wir haben ja das Auto dabei, wir fahren trotzdem noch mal kurz an diesem Wahlbüro vorbei. Einfach nur, es ist jetzt ja so 23:30 oder so, einfach nur mal gucken. Klar. Weil die Schaden tut das nicht. Die hatten ja gestern gemeint, dass sie heute früher aufhören. Ja. Vielleicht kriegen wir da was mit, in welcher Reihenfolge die üblicherweise gehen. Ob diese Mädels zu früher gehen dürfen oder Chef dann noch. Einfach, ob es da vielleicht eine gewisse Regelmäßigkeit gibt. Oder. Okay. Ja, ist kein Fehler. Wir haben eh noch Zeit. Und ich glaube, John und Andrew brauchen wir ja auch noch nicht stören. Ja. Dann fahrt ihr genau wie Bruce quer durch die Stadt. Und was macht Amanda? Lässt sie sich abschrecken von den beiden oder nimmst du die Verfolgung doch wieder irgendwie auf? Ich lass mich doch nicht abschrecken. Ach Quatsch. Natürlich beobachte ich weiter und lass weiter beobachten und schaue, dass ich Moment abpasse, wo ich mich vielleicht nochmal einmischen kann. Was wäre das denn für ein Moment? Auf was wartest du? Zum einen auf jeden Fall, wenn die sich im Hotel treffen, also da werde ich auf jeden Fall auch hingehen, zu schauen, dass ich die zusammen abpasse. vor allem, wenn Bruce dabei ist, wäre mir wichtig. Okay. Das kann auch etwas dauern. Aber gut. Ja. Vor allem gesagt, Bruce war, glaube ich, auch noch nie im Hotel, ne? Nein, noch nie. Ja. Gut. War der nicht vorhin im Hotel, um sich umzuziehen? Ja, das ist ja das Hotel, wo Mr. Pranava wohnt. Ja. Achso, es war ein anderes. Okay. Mhm. Die anderen wohnen eher in so einem Motel-Drive-Thru-Ding. Und haben da so ein Apartment mit mehreren Schlafzimmern. Nee, aber ich schaue, dass ich denen auf den Spuren bleibe. Und möglich. Und, dann mal gucken. Gut, dann kommen Samantha und Dr. Angela an dem in diesem flachen Gebäude vorbei, wo der Bürgermeisterkandidat sich drin befindet und wo er sein Büro hat. Sind die, wieder die großen Scheiben, die von außen gut einsehbar sind. Und ja, es parkt ein relativ auffälliges Auto vor der Tür, das letztes Mal da nicht war, nämlich ein schwarzer, großer Kastenwagen. Und durch die Scheiben des Büros kann man den Bürgermeisterkandidaten, muss gerade selber nochmal gucken, wie ich den genannt hatte. Ich glaube, Sean hieß er oder so, ne? Ich glaube auf jeden Fall einen.
Punkt. Ratatatatatata. Wo habe ich denn hier NPCs? So, Charles Schäfer ist der Bürgermeister und Brian Martinez ist der Wahlkampfleiter für Shane Jones. Und Shane Jones ist der Kandidat. Genau. Shane, schau mal, ja. Shane Jones, ja. Genau. Und er spricht gerade mit zwei, in Anzug, beziehungsweise in Hosenanzug gekleideten Gestalten. Und da kommen so komische Erinnerungen Samantha hoch, als sie die beiden sieht. Weil die sehen genauso aus wie die, die damals dich irgendwie von der Straße abgekascht hatten. In Sacramento. Mhm. Du meinst sogar, die Frau von den beiden würdest du sogar als eine von den beiden wiedererkennen. Fuck, fuck, fuck. Was? Ich fahre einfach weiter. Fährt an also wir sind wahrscheinlich langsamer geworden. Dann fahren wir einfach weiter. Unauffällig. Also nicht irgendwie jetzt krass beschleunigen oder so, sondern Scheiße. Was ist da los? Und ich guck so, wie sie da so entlang fährt, einfach dahin. Hast du die zwei Gestalten da gesehen? Ja. Das FBI oder Gesundheitsamt, wie sie hier heißen. Ich kenne die noch aus Sacramento. Ist nicht gut, wenn die hier sind. Gar nicht gut. Also. Aber was haben die mit dem Bürgermeisterkandidaten zu tun? Ich weiß es nicht. Es macht keinen Sinn. Es ergibt sogar keinen Sinn. Weil. Ja. Oh, ich hab das Gefühl, dass das wird. Aber wenn doch die Camarilla mit Veronica mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeitet, den Leuten zusammenarbeitet. Und die nicht will, dass der Shane Bürgermeister wird, der auch Kontakte zu dem Gesundheitsamt oder was auch immer hat. Wir wissen gerade noch nicht, was sie bei ihm wollen. Das vielleicht stimmt. Vertraut Veronica auch nicht unseren Fähigkeiten und hat die zusätzlich auf ihn angesetzt. Aber ich möchte möglichst viel Distanz zwischen mir und den beiden haben im Augenblick. Die kennen mein Gesicht. Zumindest die. Es ist sehr wahrscheinlich die Frau von den beiden, die schon in Sacramento, der ich schon unmittelbaren Kontakt hatte. Ich bin aus der Stadt verschwunden ohne irgendeine Spur. Ich möchte der jetzt auf jeden Fall nicht begegnen. Verständlich. Dieses Büro, wo in der Stadt ist das nochmal? Also wäre es normal, dass man da auch mal dran vorbeiläuft? Oder ist das schon etwas abgelegener? Nö, da kann man auch mal so dran vorbeilaufen. Ich kenne die nämlich nicht. Ich würde vorschlagen, dass du mich mal kurz herauslässt. Einen kleinen Umweg ans Ende der Straße kurz da parkst. Und ich gehe mal an dem Haus vorbei und gucke, ob ich irgendwie abschätzen kann, zumindestens in was für einer Art und Weise die miteinander reden. Ich glaube, unbedingt wirklich lauschen möchte ich nicht, aber vielleicht kann ich ja zumindestens abschätzen, ob die professionell arbeitgebermäßig miteinander reden, ob da eher eine Befragung stattfindet oder sowas in der Art. Ja, gerne doch. Ich lasse dich hier raus. Ich fahre eine Runde um den nächsten Block. Ja. Und warte dann da auf dich. Okay. Dann, wie gesagt, würde ich... Ich gebe mir Mühe, ja. Wie gesagt, dann würde ich halt die Straße runtergehen. Nein, nicht zu schnell, halt so mehr oder weniger schlendernd. Und wenn ich dann an dem Haus vorbeigehe, würde ich halt einfach einen Blick reinwerfen, würde halt abschätzen, wie einfach das Verhältnis zwischen den miteinander agierenden Leuten aussieht, wenn ich die sehen kann.
Und das ist irgendwie so freundschaftlich oder ja, die scheinen, sind die alle sehr steif oder? Die beiden mit den Anzügen scheinen einen Stock im Arsch zu haben. Ja. Okay. Die diskutieren irgendwie anscheinend über irgendwas. Sehen die aufgebracht aus oder irgendwie ist das mehr so sachlich? Sehr professionell sachlich aus. Der Sean hingegen sieht ein bisschen aufgebrachter aus. Der sieht ein bisschen aufgebrachter aus. Stehen die alle? Sitzt Sean und die beiden anderen stehen? Oder? Stehen alle drei. Alle drei stehen. Aber die reden jetzt irgendwie nicht so laut, dass man was von dass man draußen irgendwas. Sitzt in dem Wagen noch jemand? Der da vor der Tür steht? Mhm. Der hat verdunkelte Scheiben, von daher schwer zu sagen. Okay. Auch draußen. Verdammt. Was hätte ich dem jetzt einen Reifen aufgestochen? Kannst du ja machen. Nee, du. Da hätte ich doch ein bisschen Angst, dass die mich erwischen. Ja, überleg mal, wir springen derweil noch mal ein bisschen zu Bruce rüber. Fahrt rüber zu diesem Operngebäude oder zu diesem Theatersaal oder was wo das einmal stattfindet. Und da wird in der Tat nicht wirklich eine Oper aufgeführt, sondern es ist eher so eine Operettenveranstaltung in Kombination mit so einer Modenschau, also irgendwie so total fancy Ding. Ja? Mr. Pranava macht so große Augen, als er rangeht. Kauft euch beiden eine Karte und ihr geht beide rein und ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich, während er gerade so dabei ist, die Karten zu kaufen oder so, würde ich dann nochmal aktiv wirklich Sense of the Beast anschmeißen. Also mal würde ich genau gucken, nochmal gerade so bei so einer Opernschau. Mhm. Opernschau ist gut, ja. Oder was weiß ich, er kennt sich damit ja halt überhaupt nicht aus. Also, ja. Sich mal so umschauen. Deine Krähe ist so zufällig irgendwo oben in der Ecke. Mal so gucken, ganz paranoid. Du hast doch einen Gesichtswürfel bestimmt bei dir da, oder? Ja, den habe ich gerade gesucht. Hast du nicht da? Okay. Aber ich kann trotzdem mal würfeln. Ja, ich würfel mal kurz für dich hier. Ja, es sitzt eine Krähe da auf dem Dach. Oh Gott. Ja, dann eine sieht er sie auf einzelne. Ja, er funkelt so ganz böse an. Ja, und murmelt so ein Verschwinde. Und okay, dann, also wenn sie auf ihn antwortet, findet er das noch verrückter. So dieses. Wer weiß, ob sie antwortet. Sie macht einfach nur kra. Ja, aber. Pickt dann irgendwas aus der Regenrinne des Gebäudes. Ja, dann schüttelt er sich so, guckt wieder so auf Mr. Pnava, ob er ihn irgendwie dabei gesehen hat und dann, okay. Wenn er dann, oder wenn die beiden dann das Gebäude reingehen und dann wahrscheinlich an der Kasse warten, macht sich Bruce so ganz dünn und zieht so die Arme an den Körper und will er irgendwie keinen berühren oder so und probiert sich auch irgendwie so unauffällig zu sein wie möglich. Guckt so ein bisschen nach links und nach rechts, so ein bisschen beschämt. Ich weiß nicht, was er hier soll. Ja, sind alle also für deine Verhältnisse ziemlich overdressed hier. Ja, und dann geht die Show los und es sind so, es ist so ein Laufsteg aufgebaut und halt so eine Bühne. Auf der Bühne ist halt so ein Orchester, was spielt und wo auch so einzelne Sängerinnen und Sänger halt so Arien schmettern, während männliche und weibliche Models diesen Steg hoch und runter laufen und so barocke Kleidung präsentieren. Und also so total so mit viel Tüll und so irgendwie total aus der Szenerie gegriffen. Und Mr. Pranava sitzt, hervorragend, schön. Bruce ist so richtig erschüttert, so, der Funk, was ist hier los? Und guckt so nach links und nach rechts, drückt sich so ein bisschen in seinen Sitz. Und das dann, hätte ich nicht gedacht, dass sie mich an so einen schönen Ort bringen. Ja, ich bin für ein paar Überraschungen gut und der wirkt so richtig so, was tue ich hier? Hervorragende ja, Kleidungsstücke. Wenn sie das meinst, warte, guck mal, die ist so. Okay. Ja, also die Models sind auch irgendwie so total übertrieben bleich geschminkt. Und, Erkenne ich bei
irgendwie einer von denen irgendwie, dass die kein Mensch ist oder so. Weil die ja schon alle so bleich sind. Das würde natürlich passen. Irgendwie. Hm. Mach doch mal Wits und Okkult. Ui, okay. Oh, immerhin habe ich Wits. Uha. Nee. Es ist halt wirklich extreme Schminke, dass die da aufgetragen haben. Also es ist ja nicht nur, dass die so, weiß geschminkt sind, sondern dass die halt auch so ja, also wirklich auch so diese Pausbacken aufgemalt haben richtig und auch richtig extrem die Lippen betont haben und so. Ja, dann irgendwann, wenn dann die wahrscheinlich das 50. Model oder so aufgetreten ist, dann lehnt er sich so ganz, ganz leicht zu Mr. Pnavo rüber. Sir, eine Frage? Ja. Ist das gängige Schönheitsideal? Und er deutet so auf eine, die so richtig stark gemachte, die so Wangen hat, so. Das wird doch so unfassbar unnatürlich. Ich weiß nicht. Es gefällt Ihnen nicht? Nun ja, nicht mein Typ. Aber ich muss ja sagen, nicht meine, wie sag ich das, nicht mein Level von Schönheit. Also, außerhalb meiner Reichweite, sozusagen. Sie sollten sich angewöhnen, weniger auf die Person zu achten und vielmehr auf die Kleidung, denn die Kleidung wird präsentiert. Okay. Und guckt auf diese barocke Kleidung. Ist das aktuell modern? Das ist auch so ein barockes Kleid. Anscheinend schon. Interessant. Er guckt so ein bisschen durchs Publikum irgendwie. Also. nun gut, ich wollte es auch nicht stören. Verzeihung bitte. Dann mache ich so eine Ausländergeste nach vorne und dann kaufe ich mich wieder zusammen und probiere es irgendwie über mich ergehen zu lassen. Ja, nach der Veranstaltung wird Mr. Pranava noch aufstehen und sich Richtung Backstage-Bereich begeben. Ich stehe auf und folge ihm so. Soll ich mitkommen, Sir? Was ja, natürlich. Tun Sie vor? Sie sind doch mein Leibwächter. Natürlich. Standesgemäß haben Sie mir den Weg frei zu machen. Sie wollen in den Backstage-Bereich, Sir? Also, okay, ich würde dann gerne mit dieser hervorragenden Dame sprechen, die diese Mode entworfen hat. Natürlich, wie Sie wünschen. Dann stellt er sich so vor, wahrscheinlich muss er sich so ein bisschen an ihm vorbeiquetschen, wenn die durch so Sitz reingehen und dann würde der halt immer so ein bisschen unbeholfen immer, Entschuldigung, bitte, können Sie Platz machen, Mr. Aber möchte durch und schiebt dann immer so einzelne Leute hin und her, ein bisschen zur Seite und Er watschelt so mit seinem Tweet-Anzug hinter dir her. Kommt sich dabei sehr, sehr nobel vor, weil er jemanden hat, der ihm Platz macht. Ja, ich komme mir ziemlich doof vor, weil ich der Typ bin, der dem noblen Typen Platz macht. Ja, und dann kommst du tatsächlich an den Backstage-Bereich an und dann steht da halt so ein typischer, du kommst in den rein, doppelt Schulterbreite, klein, etwas mehr Bauch als muss, aber mit so Security-Schild auf der Brust und ja, er schaut, kurz bevor er dann da, oder die beiden dann da ankommen, schaut er so auf Mr. Pnavo, ob er jetzt reden will oder nicht. Ja, und dann gehe ich so zu dem Security. Guten Abend, Mr. Pnavo würde gerne ein Backstage-Gespräch mit der Modeleiterin hier führen. Er macht dann so ein bisschen Platz, damit der Security-Mensch ihn an sich ansehen kann. So. Ja, das wollen viele. Grinst so ein bisschen über meine Backen. Ja, aber Mr. Pnava ist nicht viele. Es ist ein Privileg, dass er hier ist. Deswegen wünscht er auch durchaus jetzt sofort mit ihr zu reden. Er schaut so ein bisschen zu Mr. Pnava, ob das okay ist. Ja, der hat so die Arme verstreckt und grinst dich so an. Mentale Folter für Bruce. Was tut für sein Geld? Ja, richtig.
Ja, und schaut den Security-Typen an, so. Der nimmt dich so irgendwie so, also nimmt dich so irgendwie so halb so in den Arm, halt so, pass mal auf, ohne Pass kommst du nicht rein. Und macht dann so, aber, also zieht dich so ein bisschen rum und macht dann so, so eine Geste, so, weißt du, so. Ja, also Bruce ist ja so ein bisschen sozial inkompetent, er würde dann den Arm abwehren, so, nee, nicht anfassen. Nein, er ist ja selber Security. So. Jetzt pass mal auf. Mr. Penava ist ein einflussreicher Mann. Er hat viele Freunde, er hat hochrangige Freunde und er möchte jetzt mit dieser Frau reden. Ist das so? Wie sehr möchte er das denn? Wer macht nochmal? Ja, er ist schon zu Mr. Penava. Ja, Bruce hat ja kein Geld. Ja, der macht halt, steht da halt mit verschränkten Armen zu. Ich weiß nicht, hat Bruce irgendwie Geld dabei? Weiß ich nicht, sag du es mir. Ach komm, ich würfel mal. Ich mach einfach mal hoch, ist gut. Ich hab eine W10 gewürfelt und war eine 8. Also, Geld hat er wahrscheinlich dabei. Hast du denn Ressourcen auf für Bruce? Nein! Nein. Ich glaube nicht. Dann hast du noch vielleicht noch so einen 10er oder so. Das war eigentlich dafür gedacht, dass du deinen Deckel bezahlen kannst. Mhm. Dann, Bruce ist mit der Situation voll überfordert. Dreht er sich so kurz zu Mr. Penava. Mr. Penava, sorry, ich glaube, dieser Mann fordert Geld für ihn, von Ihnen, als Einlass. Geld? Für den Backstage-Bereich, ja. Hm. Das würde dann Bruce auch so ganz leise sein, damit er das nicht hört. Entschuldigen Sie, Sie wollen etwas Geld haben von mir, damit ich durch kann? Und alle so gucken so in eure Richtung. Nein, natürlich nicht. Bruce ist sehr beeindruckt. Ja, dann können wir durch. Ja, er grinst so den Türsteher an und das ist aber nett, dass sie uns durchlassen. Ja. Ja, dann mache ich so eine einleitende Geste zu Mr. Pnava und dann gehe ich so erstmal hinter ihm weiter und dann funkel ich den so richtig böse an. Also so böse wie das Bruce kann, das sieht wahrscheinlich eher so ein bisschen süß aus. Das ist mein Chef. Ja. Dann kommt ihr dann halt in den, an so einem großen Buffet vorbei, wo es so irgendwie so Schnittchen und so ein Zeugs gibt und ja, so das, Leute das, stehen das mit so Sekt und so. Das war äußerst beeindruckend, Mr. Pnara. Wieso? Ja, sie haben diesen Mann einfach überzeugt. Das ging. Ja, eigentlich das ist das einfach. Ihre Aufgabe. Ich gebe da mein Bestes, aber ich bin nicht so sozialkompetent wie Sie wahrscheinlich so. Ah, Sie lernen noch. Das hoffe ich sehr. Irgendwann hoffe ich auch, dass ich genauso sozialkompetent bin wie Sie. Ah, sehen Sie, da vorne ist die Dame doch. Da steht dann eine hoch aufgewachsene junge Frau mit kurzen, blondierten Haaren, eine farbige. Mhm. Ja, mit einem funkelnden, schillernden Oberteil, einem Rock bekleidet, hohen Stiefeln. Unterhält sich gerade mit ein paar anderen Leuten. Du hast ja während der Show gesehen, ihr wurde halt auch vorgestellt. Genau, also ich werde ja auch dementsprechend noch ihren Namen wissen. Ja. Und dann geht Bruce auf ihr zu, macht natürlich wieder Platz und will natürlich den feineren Herrschaften, die jetzt dann Backstage sein werden, ein bisschen freundlicher zu sein, wenn er sagt, könnten Sie bitte kurz beiseite treten? Und ja, dann geht er halt immer einen Schritt vor. Und sie heißt Rutherford. Lillian Rutherford. Lillian Rutherford. Wenn wir so ein paar Meter davor stehen, kann man irgendwie hören, über was die genau reden, also ob das jetzt irgendwas Geschäftliches ist. Und dann würde Bruce, der ja auch nicht gerade klein ist, der ist ja so klein, 20 groß, kann breit aufstellen, genau, sich einmal auch so bemerkbar machen, so Miss Rutherford. Ja, blickt in deine Richtung. Oh, wen haben wir denn da? Bruce dreht sich so um 90 Grad. Darf ich vorstellen, Mr. Penava? Miss Rutherford. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.
Ja, Mr. Pinava wünscht, mit Ihnen ein Gespräch zu beginnen. Und würde Bruce sich so ein bisschen zur Seite trollen, dass ich ihn rede, weil es ist seine Aufgabe. Sicher, gerne. Du machst dir halt ein bisschen Platz. Die anderen, mit denen sich gerade unterhalten hat, die gucken so kurz so ein bisschen rüber. Mr. Pinava guckt dann so ein bisschen in deren Richtung so, nickt nur kurz und irgendwie, die drehen die um und gehen zum Sektempfang rüber. Bruce wird sich die Dame auch nochmal genau angucken. Mhm. Also mit Sense of the Beast ist super. Ja. Ich glaube, ich sehe direkt, ob das quasi ein sterblicher Vampir ist oder was anderes. Sterblicher, okay. Okay, ja gut, dann würde er sich halt, der ganzen Unterhalten so gut wie es geht zurückhalten, nur halt wahrscheinlich, wenn die irgendwie an der Wand stehen würden, auch so den Rücken zu den beiden drehen und dann halt genau aufpassen, dass die jetzt irgendwie keiner anspricht oder so, sondern er würde ich so einen auf Klischee, Bodyguard, Gorilla machen. Ja, die unterhalten sich tatsächlich über Mode und über Design und du kriegst so ein bisschen aus dem Gespräch heraus, dass die gute Dame auch neu in der Stadt ist, gerade jetzt wegen dieser Ausstellung und wegen dieser Opernshow hier eingeladen wurde, das hier öfters mal aufzuführen. Und hier für das Theater halt so eine Kostümreihe zu entwerfen. Und das ist wohl hier der erste Teil davon. Das kriegst du so ein bisschen aus dem Gespräch mit. Und Mr. Pinava bemüht sich dann aber auch irgendwie so ein bisschen noch so weiter in die Schatten rüber zu ziehen, dass er ein bisschen so aus seiner Hörweite rausgeht, dass du nicht alles vom Gespräch mitbekommst. Sei denn, du möchtest da jetzt irgendwie folgen und... Ja, ich sag mal so, wenn die sich jetzt wie relativ weit entfernen, ist ja meine Aufgabe als Bodyguard, aufzupassen, dass nichts passiert, dann würde er halt so mal wieder so ein paar Schritte zurückgehen, immer mal gucken, wo die weiter hingehen und dann ein paar Schritte zurück wieder zu den beiden hin. Weil kann ich seine Aufgabe einfach vernachlässigen. Ja. Also du kriegst immer so Gesprächsfetzen halt mit, der scheint hier halt schöne Worte zuzusagen und wer ist bewundernd und so. Und, also der, wenn du es nicht besser wüsstest, würdest du sagen, der alte Sack gräbt die an. Okay, also ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding mit, der will da irgendwas verkaufen oder so. Verkaufsgespräch eher nicht, ist eher so die Beziehung würdest du so einschätzen wie so von so einem Bewunderer, der halt so ein Fan-Dasein vielleicht. Pinava macht so ein bisschen auf Fangirl. Okay. Ja, okay. Ja, Bruce ist halt sichtlich verwirrt irgendwie und probiert das dann irgendwie auszublenden und kommt sich halt trotzdem die ganze Zeit total fehl am Platz vor. Gerade jetzt noch im Backstage-Bereich. Von diesem Operetten-Zeugs. Guckt sich immer mal wieder so um. Beobachtet dann mal so eine Gruppe anderer Leute, guckt wieder zurück zu den beiden. Und denkt sich innerlich so, oh Gott. Dieser Anzug kostet genauso viel wie der ganze Trailer. Guckt so. Ja, dann lassen wir Bruce nochmal mit seinem Leid. Nicht aber ohne zu erwähnen, dass Bruce irgendwie sich ja so umguckt und dann so ein Oberlicht sieht und er schaut gerade so eine Taube oben wie durchs Dach. Mhm. Lässt dann gerade einen so auf das Glas und fliegt dann weg. Er schaut finster dieser Taube nach. Zieht so eine Braue hoch. Ja. Kommen wir zurück zu Dr. Angela und Samantha, die sich ja hoffentlich jetzt einen Plan überlegt haben. Was für andere Autos und so stehen denn noch so in der Nähe? Also die Straße ist relativ leer. Vereinzelt stehen halt auf den einzelnen Grundstücken von den einzelnen, also sind so immer so einzelne Häuser. Okay. Stehen halt so, etwas teurere Autos, würdest du sagen. Teilweise Familienkutschen. SUVs. Sehe ich irgendwo Überwachungskameras?
Mach doch mal einen Test auf Wits und Larceny. Rip, okay. Ich will doch gar nicht einbrechen. Ich möchte wissen, ob da... Du willst mal gucken, wo Sicherheitskameras sind. Das stimmt. Könntest auch Amanda fragen, die weiß das bestimmt. Zwei Erfolge. Ja, dann siehst du zumindest an dem Gebäude, wo der Bürgermeisterkandidat dran ist, keine Sicherheitskameras, aber die Nachbargebäude scheinen halt zumindest im Eingangsbereich immer eine zu haben. Oh, wahrscheinlich auch noch so eingerichtet, dass man die Autos sieht, ne? Verdammt. Ich hatte gerade überlegt, irgendwie eine Alarmanlage auszulösen, um zu gucken, wie die darauf reagieren, ob die vielleicht rausgehen, um vielleicht auch nur ein bisschen Chaos zu stiften, aber es war dann doch ein wenig zu gefährlich. Dr. Angela wandert also ein bisschen ziellos zwischen den Häusern, hoch und runter die Straße. Ich gehe im Endeffekt schon die Straße einfach runter, weil ich mich ja dann gleich treffe mit ihr, aber ich hätte halt so geguckt, ob da irgendwo ein Opferauto stehen würde. Aber wie gesagt, wenn ich da in Gefahr laufe, auf einfach von den Sicherheitskameras gesehen zu werden, ist das halt nicht wert. Gut, dann... Weil ich aber so generell, ich nehme an, dass wir auch weiterhin von irgendwelchen Vögeln beobachtet werden. Mach mal Wits und Awareness und Amanda, mach du mal vielleicht Stealth und Manipulation. Okay. Sagst du mir kurz, wie ich würfeln muss und mit wie vielen Würfeln? Nimmst das, was du in Manipulation hast. An Punkten und das, was du in Stealth an Punkten hast, und da so viel Würfel darfst du würfeln. Du kannst dein inneres Tier noch reizen, um einen extra Würfel zu generieren, wenn du magst. Okay. So. Dr. Angela hat 3 Erfolge. Das sind 1, 2, 3, 4 Erfolge. Hast du das Tier gereizt für einen extra Würfel? Gut. Möchtest du, dass die Tiere gesehen werden? Weil du hast mehr Erfolge als Dr. Angela, das heißt, die würden sich gut verstecken können, wenn du das möchtest. Okay, tatsächlich, also wenn ich, Dr. Angela sich so umschaut, würde vor ihr so an eine Häuserecke eine Krähe landen. So, richtig so, hallo. So nach dem Motto, guck mal. Ich schüttel nur mit dem Kopf und gehe weiter, bis ich dann wieder ins Auto steigen kann. Also die wird so sehr offensichtlich folgen. Die flattert runter auf den Weg und rupst dir hinterher. Wie nah an mir dran ist sie? Ja, zu dieser, du schaltest deine Krähe. Also nicht in Handgreifweite, sondern also eher so nach Motto, macht auch sehr auf sich aufmerksam, so nach Motto, komm doch mal, so. Kaka. Wenn ich irgendwo, keine Ahnung, an einer leeren Dose oder so vorbeikomme, trete ich die in Richtung der Krähe. Wir könnten uns beim Walmart eine Shotgun kaufen. alle Vögel werden abgeschossen. Das ist eine gute Idee, du. Eigentlich bin ich ja nicht so für Feuerwaffen, aber... Ja. Ja, wie gesagt... In Amerika fällst du damit nicht besonders auf. Nee, gerade in Texas nicht. Ja. Aber wirklich, ich würde dann halt, wenn ich dann das Auto wieder sehe, einsteigen und nur sagen, wir werden offensichtlich weiterhin verfolgt. Ja, du steigst ein und die Krähe hüpft auf die Motorhaube. Ah.
Auch in Texas haben die Autos Scheibenwischanlagen. Ja. Und die Scheibe ist gerade sehr schmutzig, finde ich. Sie hockt ja auf der Motorhaube, nicht auf dem Bild. Ja, vielleicht lässt sie sich trotzdem von den Scheibenwischern irritieren. Probieren kann man es ja mal. Fliegt hoch und landet anscheinend auf dem Dach. Dann hört er irgendwie... Da treffe ich Angela, halt dich fest. Da tue ich. Dann mal gucken, ob wir die Krähe mit dem Kickdown vom Dach runterbekommen. Das ist sehr schön, ja. Diese Bilder in meinem Kopf. Machen wir Wits und Drive für den Kickstart. Gibt es irgendwie Möglichkeit, bei sowas zu helfen? Gibt's Helping Actions? Wie willst du denn als Beifahrer bei einem Kickstart helfen? Zum richtigen zum richtigen Zeitpunkt, weiß ich nicht. Helfen, dass die Schaltung. Ja, ist ja viel Erfolg. Ja, darauf achten, dass. Samantha kriegt das hin. Also, ja, Gott. Ja. Ich hätte einfach die Schaltung zum richtigen Zeitpunkt nicht betätigen können, oder so ein Quatsch. Hallo, Amerika, Automatik. Mhm. Noch schlimmer. Ja, der Motor heult auf und ja, ihr seid wieder auf der Straße. Wenn du im Rückspiegel siehst du so einen Punkt irgendwie flattern. Ich habe herausgefunden, dass diese Leute einen unglaublichen Stock im Arsch haben und dass Shane aufgebracht aussah. Leider waren die nicht laut genug, als dass ich irgendetwas hören konnte, aber offensichtlich war er nicht glücklich mit dieser Gesamtsituation. Und hat wahrscheinlich irgendwelche News erhalten, die ihm nicht gefallen. Gut. Da müssen wir ja noch überlegen, was wir damit anfangen. Wichtig ist, wir sollten den anderen davon erzählen. Mhm. Ich glaube, unsere Action können wir für heute Abend dann sowieso vergessen, hier in der Nähe sind. Auf jeden Fall, ja. Und vor allem mit dieser komischen Vogelstorche, die da... Wir müssen reden. Wir müssen dringend mit allen reden. Frag mich sowieso immer noch, was die von uns will. Komische Hexe. Ich würde auch mal so während dem Fahren gucken nach Vögeln. Ja, es gibt Vögel in dieser Stadt. Ja, du siehst sie fliegen oder an der Straße picken oder irgendwo auf dem Dach oder auf einer Stromleitung sitzen. Was meinst du, Angela? Sollen wir einfach zum Hotel fahren? Wahrscheinlich weiß sie eh schon, wo wir sind und wo wir hinwollen. Okay, dann fahren wir zum Hotel. Ja. Gut, dann fahrt ihr zurück zum Hotel. Bis auf Bruce hast du alle zusammen. Gut, Isaiah ist auch noch nicht da, aber gut. Ich würde erstmal checken, wie die Lage bei uns im Apartment so ist. Machst du erstmal vorsichtig die Tür auf. Ja, ich würde Angela einfach bitten, ob sie noch mal kurz im Atrium warten könnte, weil ich zuerst mal nachgucken muss, was Sache ist. Okay. Und dann kann sie auch mal die Augen offen halten. Das Apartment sieht relativ aufgeräumt aus. Also im Gegensatz zu vorher. Hängen die schönen Zettel wieder an der Wand? Nee. Gut. Ist jemand da? Ja. John ist da und der Dicke ist da und der Andrew ist auch da. Leute, wir haben ein Problem, glaube ich. Nämlich? Unsere Freunde aus Sacramento sind hier. Sagst du das, wenn ich schon wieder da bin oder bin ich noch draußen? Ich hole dich dann erst noch. Okay. Wie haben sie uns hier gefunden? Ich weiß nicht, ob sie auf dem Hof?
Nein, bei dem Gegenkandidaten des Bürgermeisters. Wir wollten da nochmal kurz vorbeifahren. Da stand schon so ein komischer Lieferwagen. Angela ist mal vorbeigegangen und sie konnte leider nichts belauschen, aber es sah so aus, als wäre der Shane etwas aufgebracht. Er hat aufgebracht mit ihnen geredet. Der Dicke erzählte irgendwas, dass die Camarilla mit der Inquisition zusammenhängt. Ja. Also die Camarilla, zu der Veronica gehört, Deals mit der Inquisition gemacht. Wartet mal. Ist es okay, wenn ich Angela mit dazu hole? Klar. Bevor ich euch das jetzt hier alles ausbreite? Oder ich wollte nur erstmal, wie hier die Lage ist, bevor ich sie einfach mitbringe. Klar. Gut, dann gehe ich schon Angela im Atrium abholen. Okay. Weil sie die Geschichte von Anna ja auch kennt. Mhm. Und dann würden wir die Geschichte wiedergeben, die Anna uns erzählt hat. Also dieses, so wie es aussieht, macht die Camarilla hier gemeinsame Sache mit der Inquisition. Die Camarilla hat aber auch großes Interesse dran, dass der amtierende Bürgermeister im Amt bleibt. Und wir können jetzt... Und gleichzeitig macht der neue Kandidat auch irgendwas mit der Inquisition. Und das wissen wir nicht sicher. Wir wissen nicht sicher, ob Veronica Fähigkeiten nicht traut und deshalb die Inquisition zusätzlich noch auf ihn angesetzt hat oder ob er vielleicht irgendwie ein eigenes Ding dann noch durchzieht oder ob sie vielleicht gar nichts unmittelbar mit dem Wahlkampf zu tun haben und nur einfach systematisch anfangen, die Leute zum Beispiel nach uns auszufragen. Aber dann wüsste ich nicht, warum der Shane so unruhig war. Weil er hätte ja nichts zu uns sagen können. Wo ist Amanda, während das passiert? Okay, ja, also ich möchte den ins Hotel folgen, beziehungsweise ich wollte ja dahin und wäre denen nachgeschlichen zu dem Zimmer. Ich weiß ja. Mhm. Ja, du warst ja schon öfters hier. Mhm. Und, kennen die Wege rein und aus. Die Wege raus. Du kennst das Motel auch schon von früher, bevor diese Leute überhaupt mal hier waren. Und was dir auffällt, du hast da einen geschulten Blick für. Ist das ein fremdes, gut, es ist ein Motel, da kommen immer irgendwelche fremden Autos hin. Aber da sitzt halt jemand in einem Auto und isst einen Burger. Und hat so einen guten Blick auf den Eingang von dem Hotelzimmer. Sieht er so Anzugträger? Ist das so ein Anzugträger? Der trägt keinen Anzug, der trägt eher so ein Flanellhemd. Also sehr casual. Jeans, Flanellhemd, wenn du näher rangehst. Habe ich den schon mal gesehen? Nee. Hat ein örtliches Nummernschild. Also von daher müsste er vielleicht doch aus der Stadt kommen, aber gesehen hast du den noch nie. Dann nimmt so eine Kamera vom Beifahrersitz und fotografiert so den Eingang. Schaut dann so drauf. Der Wagen mir vorher schon mal ausgefahren, heute zum ersten Mal. Ja, zum ersten Mal. Dann legt er den Rest von seinem Burger weg, steigt aus und läuft erstmal die Straße runter. Richtung, da sind so ein paar kleine Geschäfte, dann läuft er hin. Schließt. Okay, die Kamera hat er da gelassen im Auto? Ja. Hm? Ja. Ja, kann ich das Auto aufmachen und mir die Kamera mal anschauen? Ja, mach mal, möchtest du das eher schnell machen oder mit Sachverstand? Mit Sachverstand. Lässt dir ein bisschen Zeit und mach mal Intelligence und Larceny. Mhm. Mal gucken. Intelligence und Larceny, ne? Mhm. Okay. Hattest du nicht auch eine Spezialisierung? Irgendwie aufbrechen? Auf Schlösser knacken, ja. Dann kriegst du nochmal extra Würfel dafür. Wie viele? Ein. Okay. Und natürlich kannst du jederzeit das Biest anrufen, um dir noch einen extra Würfel zu generieren. Aber ich glaube, das brauchst du gar nicht.
Irgendwie würfelt er gerade nicht. Ah, doch, jetzt. Kommt er. Uach, einen. Einen Erfolg. Boah. Also das ist schon schwierig, ungewohnt schwierig für dich, das hier irgendwie aufzubrechen. Brauchst Kann man nicht theoretisch Willpower ausgeben, um was neu zu rollen? Ja, genau. Du kannst Willpower ausgeben, um bis zu 3 Würfel neu zu würfeln. Jetzt musst du dir einen Willpower streichen und dann kannst du 3 Würfel neu würfeln. Ja, dann mache ich das doch mal. Ach, ja, Quatsch. B10. Das waren die falschen. Auf einem W6 eine 6 zur Höhe zu würfeln. Ne? Na, guck mal, da hast du noch 2 Erfolge mehr. Dann kriegst du es etwas besser hin. Ja, und du schaffst es, die Tür zu öffnen. Mhm. Ja, dann gucke ich mir die Kamera mal die Bilder auf der Kamera an. Ja. Guckst du durch und also sehr viele Bilder von diesem Gebäude. Mhm. Und die dann siehst du irgendwie, wie Sam aus dem Gebäude herausgeht. Mit den anderen irgendwie, siehst du Sam irgendwie am Steuer sitzen, wo die eben gefahren sind. Wenn du weiter zurückscrollst, irgendwie, der scheint einen Narren an Sam gefressen zu haben. Immer wieder ein Foto von ihr. Ist da sonst noch irgendwas drin, was vielleicht auf die Identität des Mannes hindeuten lässt oder irgendwelche Aufzeichnungen oder sowas? Nochmal Investigation und Wits. Okay. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Dann findest du tatsächlich ein paar Hinweise. Du findest einmal so eine Mitgliedskarte, so ein Clubausweis, mehr oder weniger, von einem Tanzclub. Allerdings nicht von hier, sondern aus Sacramento. Okay, dann schreibe ich mir den Namen vom Tanzclub auf. Mhm. Schnapp mir die Speicherkarte. Mhm. Gebe mich dann zum Hotel. Und wird mir so ein Papier irgendwo wegnehmen, also die um den Namen da draufschreiben, von dem Tanzclub, die Speicherkarte da reinlegen. Mhm. Und an die Tür von denen, also auf den Boden legen, an die Tür von denen klopfen, so mit dem netten Gruß. Dich dann wieder unsichtbar machen. Mhm. Okay. Ihr habt noch Motto, sagte doch, ihr werdet beobachtet. So ein Raben daneben. Ja, dann klopft es an der Tür bei euch. Ich weiß nicht, wer aufmachen will oder ob ihr den Dicken aufmachen lasst. Und wie gesagt, da steht noch so ein Vermerken. Irgendwas gibt hinter im Hotel irgend so einen Ort, wo nicht so gut einsehbar ist, so nach dem Motto, I'm waiting. Beziehungsweise ein Raben, den ich dann da tiere. Okay. Ich würde den Dicken aufmachen lassen. Ja, der macht auf. Keiner da. Hallo? Ja. Ich würde Hate and Senses nochmal nutzen, ob ich sie sehen kann. Mhm. Nach der Erfahrung mit der Hecke. Ja, mach mal Wits und Awareness gegen Wits und Stealth von am Ende, wenn sie nicht gesehen werden will. Mhm. Das ist erstmal Samantha mit 2, 4, 5, 6 Erfolgen und auch Alda ein Beast-Erfolg. Und das sind 1, 2, nur 3 Erfolge. Ich habe 4 Erfolge. Die 10 zählen doppelt, ne? Ach.
Okay, ja. Deswegen Beast Crit. Ja. Ja, und das Beast sorgt dafür, dass du nicht nur das wahrnimmst, was du gerade suchst, sondern alles Mögliche. Alles, was in dieser Situation dir irgendwie auch nur in kleinsten bisschen gefährlich werden könnte, ploppt vor deinem geistigen Auge auf. Auch nur irgendwie, das, sei es nur die kleinste Sache, die irgendwie der kleine Schlitz, der irgendwie nicht richtig abgedeckt ist am Fenster, wo Sonnenlicht rein könnte. Irgendwie jedes Tier, was draußen irgendwie ist, was in deine Richtung guckt, alles ploppt so als Bedrohungsdings auf. Aber auch Amanda, wie sie da herumschleicht und gerade um eine Ecke biegt. Ah! Das ist quasi so ein Overload von alles Gefahr, 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 überall. Okay, aber ich sehe sie, glaube ich, als ernstes Problem. Und da ist unser nächstes Problem. Oder vielleicht ein viel größeres Problem, wie noch die Freunde vom FBI. Ja, der Zettel dürftet ihr dann aber auch... Genau, der Zettel wird ihr auch auffüllen, ja. Den hebe ich dann auch auf. Wie er so sagt, gucke ich dann so hinter dir dahin, aber sehe sie wahrscheinlich nicht. Ich knall erstmal die Türe wieder zu. Ja. Jemand ist auf uns aufmerksam geworden. Jemand von uns. Und schleicht uns hinterher. Wer? Ja. Sie nennt sich Amanda. Nicht so eine komische Wetterhexe. Genau. Wetterhexe. Ältere Meer. Nein. Wahrscheinlich nicht. Habe ich den Dicken schon mal ohne Maske gesehen in der ganzen Zeit? Ja, wahrscheinlich schon irgendwann mal. So einer. Oder so. So eine wie der Dicke. Und kann außerdem irgendwie Kram mit Vögeln. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen sind, aber in letzter Zeit flirren unglaublich viele Vögel umher und beobachten uns. Das Mendet hat noch nicht aufgefallen. Du hast, glaube ich, heute die Wohnung auch noch nicht so richtig verlassen. Das stimmt. Die letzten Tage, obwohl ich habe auch nicht drauf geachtet. Ich würde jetzt mal gucken, was in diesem Zettel eigentlich ist. Ja, auf dem Zettel habe ich einmal den Namen des Tanzclubs in Sacramento geschrieben, den Namen von dem Mitglied, und ich habe die Speicherkarte eingelegt. Ist das der Club, den Andrew gekauft hatte? Ja, das ist dein To-Go-Club gewesen, dein Tanzclub, wo du immer früher warst. Kann ich mit dem Namen von dem Mitgliedsausweis was anfangen? Also mit dem Namen von der Person? Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so... Also kannst du selber entscheiden, ob du den Namen kennst oder nicht. Ja, dann habe ich den schon mal gehört. Ja. Das ist so... Ich gucke das so an, so... Was hast du denn da? Ich sage euch gleich mal den Namen, Augenblick. Ja, kein Stress. Das ist der Club, in dem ich früher mal in Sacramento war. Und den Typen, der hat mich da mal angebaggert. Wir haben ein paar Drinks zusammen getrunken, mal getanzt. Eine Speicherkarte? Haben wir? Wir werden wahrscheinlich irgendwas haben, mit dem man eine Speicherkarte auslesen kann. Irgendeine Kamera oder irgendwas. Oder ein Computer, keine Ahnung. Laptop vielleicht. Donald Nanny heißt er. Bei jemandem, der Donald heißt, ne? Würde ich auch nicht mehr als zusammen eintrinken. Kann der denn dafür, dass seine Eltern ihn Donald nennen? Ich kannte ihn primär als Don. Oder ich kannte ihn die meiste Zeit als Don. Aber wir haben unten an der Rezeption gibt es wahrscheinlich so einen Computer für hier. Internetcafé. Genau. Dann will ich mir da mal die Speicherkarte anschauen gehen. Ja, die kann man doch mittlerweile auch in den Smartphones lesen. Er hat aber keine Smartphones. Ach so. Das ist das Problem, Vampire können Smartphones nicht bedienen. Ah. Und möchten sie auch nicht mehr bedienen. Totes Fleisch kriegt nicht so richtig die... Keine Leitfähigkeit. Keine Leitfähigkeit. Ah. Es gibt Smartphones, die können das, aber das ist...
Es gibt Handschuhe, die können ja. das. Ich sollte mir vielleicht irgendwann mal Handschuhe zulegen. Nee, aber wir haben ja auch gesagt, ja einfach... Gar nicht. Hä? Weil es ist ja gefährlich, weil die uns ja ausspionieren können ja. dadurch. Also da haben wir immerhin gute Ratschläge. Nee, ich würde gerne mal auf die Speicherkarte gucken. Ja. Also runter an diesen hier. Ja, dann siehst du die ganzen Bilder von dir halt in verschiedensten Posen. Aus den Tür rauskommend, im Auto sitzen, küssend mit Andrew im Auto. Jetzt nur aus Texas oder von der ganzen Zeit, wo wir unterwegs waren? Quasi von der ganzen Zeit, wo wir unterwegs waren. Okay. Irgendwie auch mal so durchs Fenster, wo du irgendwie im Bett liegst oder so. Aha. Gut, da bekommt jemand demnächst Besuch. Gut. Dann würde ich wieder zurück ins Zimmer gehen, so nach dem Motto, okay, ich glaube, das hier hat mit dieser Wetterhexe nichts zu tun. Das ist einfach irgendein verrückter Typ, der... Na gut, ist ein bisschen beängstigend, dass er schafft, uns zu folgen. Ich habe noch einen netten Gruß drauf hinterlassen. Moment. Es ist ein bisschen beängstigend, dass ein Mensch es schafft, uns zu folgen. Ja, naja, wenn man nur mit einem normalen Auto unterwegs ist. John, könntest du dich vielleicht mal um den Typen kümmern? Was soll ich denn machen? Das hättest du gerne. Du könntest ihm klar machen, dass in dieser ganzen Beziehung hier kein Platz für ihn ist und ihr könntest ein bisschen eins auf Bodyguard machen. Hm. Komm, da hast du doch auch Spaß dabei. So ein bisschen Angst machen. Wie sieht genau. er denn aus? Ich gebe dir eine Beschreibung. Von dem Lauch mit den... Von dem Lauch. Ja. Okay. Nee, er kriegt eine ziemlich genaue Beschreibung und vor allem, ja. Wenn man sich die neuesten Fotos anguckt, wahrscheinlich ist da ja, das ist ja auch überall ein Datum mit dabei, wenn man das aufnimmt und eine Uhrzeit, dann wird da ja wahrscheinlich noch hier irgendwo in der Nähe rumschwirren. Ja. Und dann fällt mir dieser Rabe auf. Ja, also. Ich meine, man könnte auch einen brennenden Raben in den Hof zeichnen, ne? Aber das ist dann auch wieder zu auffällig. Okay. Das scheint wohl ein Geschenk von dieser Amanda zu sein. Ich weiß nur nicht, ob wir ihr trauen können. Also sie hat gemeint, wir wären bisher unvorsichtig gewesen und sie beobachtet uns schon länger und wahrscheinlich treibt sie sich auch jetzt gerade. Ich denke mal nicht, dass sie weit weg ist. Ich habe mir hasse Probleme, Leute, in dieser die Stadt denken, irgendwem können... zu trauen. Ich hasse Leute, die denken, dass sie so Spielchen treiben können. Also eigentlich jeden Vampir. Ja. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Nun, inklusive dir selbst. Ich gehe das mal regeln. Ich habe eh Hunger. Noch jemand was? Soll ich jemanden was abzapfen, mitbringen? Geh mir selber was besorgen. Was machen wir mit dieser Amanda? Nun, anscheinend will sie sich ja mit euch treffen. Mit uns. Befürchte, er steckt da genauso drin wie wir auch. Soll ich mitkommen? Wenn sie von meinem Clan ist, ist sie eigentlich gar nicht so schlimm. Bestimmt. Diese Zuversicht hätte ich gerne. Ob sie auch ja. eine Maske aufhat? Beim letzten Mal nicht, aber vielleicht könntest du ihr das vorschlagen. Das wäre mit Sicherheit eine optische Verbesserung. Er lässt den Kopf hängen. Was Partnerlook mit dir? Das
Dann lass es mal rübergehen. Wo sollen wir uns denn da treffen? Vielleicht hinten bei der Eismaschine. Ziemlich ruhige Ecke. Da würde ich mich verstecken. Oder das würde ich als Platz vorschlagen. Was steht denn auf dem Zettel? Eher so ein Hinterhof, ne? Ja, ja, die Eismaschinen meistens sind da in so unschönen Ecken. Ja. Also wer kommt mit? John kümmert sich um Danny. Ich mach deinen Verehrer einen Kopf kürzer. Ach, tu, was du willst. Bitte nicht zu oft. Ich komm mit. Hey, wenn er uns verfolgt, hat er auch mich verfolgt. Das mag ich nicht. Okay. Du kannst du erstmal von ihm trinken oder vielleicht ein bisschen mit seinem Kopf rumspielen und so. Und ihm vielleicht... Ich mag, wie du denkst. Kauf ihm eine Busfahrkarte irgendwohin ganz weit weg. Na gut. So werden wir ihn am einfachsten los, glaube ich. Ich suche ihn erstmal. Mexiko soll schön sein um diese Jahreszeit. Guck, dass er ohne Pass über die Grenze geht. Hm. Ja. John verschwindet. Und Andrew, der Dicke, Dr. Angela und Samantha treffen sich mit Amanda in der dunklen Eismaschinen-Ecke. Dieses Gerät summt leise vor sich hin. Oben auf dem Gerät sitzt die Krähe, als sie die Gasse betretet. Sieht so ein bisschen genauso aus wie die hinterhergelaufen ist. Schaut böse in eure Richtung. Schaue böse zurück. Flattert weg. Ja, dann trete ich aus den Schatten heraus. Und wie ich sehe, habt ihr euch entschlossen zu kommen. Ihr habt mein Geschenk also erhalten. Ja, danke schön. Und was für eine Gegenleistung erwartest du dafür? Und überhaupt, was willst du? Bin mir noch nicht sicher. Ich sollte euch überwachen, beziehungsweise ich überwache gerne alle, die hier reinkommen. Ich weiß gerne viel. Du solltest uns überwachen? Und wer hat dir den Auftrag dafür gegeben? Jemand hier aus der Stadt. Wer? Sie mustert dich so ein bisschen abschätzig von oben bis unten. Scherz. Aber bitten muss man mich um sowas eigentlich nicht unbedingt. Aber das, was ich gehört habe, das gefällt mir nicht. Was hast du denn gehört? Dass gewisse Personen scheinbar mit gewissem Ungeziefer gemeinsame Sache machen. Seitiger. Ich habe leider gerade nur die Hälfte verstanden. Dass gewisse Leute mit den Ungezieferbeseitigern gemeinsame Sache machen, das gefällt mir nicht. Das gefällt uns genauso wenig wie dir. Und wollte euch anbieten zu helfen. Informationen gegen Informationen. Ich sehe viel, ich höre viel. Aber an manche Orte komme ich nicht. Und nicht so gut.
könnten zusammenarbeiten. Das ist prinzipiell ja ein ganz verlockendes Angebot, aber woher sollen wir wissen, ob wir dir trauen können? Vor allen Dingen das wisst ihr wohl nicht mehr. Woher wollt ihr wissen, dass ihr den anderen vertrauen könnt, mit denen ihr schon geredet habt? Nun, ich könnte auch zum Sheriff gehen und ihm von euren Plänen erzählen. Zu Veronica. Die Machtübernahme. Hab ich nicht. Woher wissen wir, dass du das nicht getan hast? Würdet nicht mehr hier stehen, hätte ich es getan. Es könnte auch alles ein großer Plan sein. Ihr plant doch gerne lustige Späßchen. Ich plane nicht. Ich sammle nur. Und machst mit den ganzen Informationen nichts. Informationen sind Macht. Planen. Das überlasse ich denen da. Presse dran. Bin kein Mitglied des Rates, möchte es nicht sein. Politik ist mir zuwider. Tja, ich würde ja eigentlich sagen, dass wir darüber erstmal in Ruhe sprechen sollten, bevor wir dir unsere Entscheidung mitteilen, aber du belauscht uns ja sowieso. Also, warum arbeiten wir nicht direkt zusammen? So habt ihr. Wisst ihr wenigstens, was ich tue? Ich würde eigentlich trotzdem gern die anderen um Rat fragen, die quasi noch zu dieser Gruppe gehören, und die sind nicht hier. Natürlich. Tu das. Du weißt, dass Bruce gerade im Theater ist. Kannst du dir anbieten, dass du ihn herholst. Nun, soll ich Bruce aus dem Theater herholen? Es ist ja nicht nur Bruce. Ja, Anna. John. Andrew. Ah ja. Ja, Andrew steht hier neben mir. Stimmt. Ach, Andrew. Ich habe gedacht, der Dicke wäre mitgekommen. Ja, Andrew und der Dicke sind beide. Achso, Entschuldigung, Andrew habe ich überhört. Isaiah fehlt noch. Aber der hat sich ein Taxi genommen und ist gefahren. Aus der Stadt rausgefahren. Aber wie es mir scheint, scheinen die Leute von eurer Gruppe euch auch nicht in alles einzuweihen. Und Entscheidungen zu treffen, ohne dass alle zustimmen. So wie diesen Jungen auf den Friedhof zu bringen. Das habt ihr auch nicht gefallen. Oder einfach wegzufahren und euch hier stehen zu lassen. Hat Isaiah euch gefragt? Nicht. So einig, wie ihr tut, seid ihr euch nicht. Noch weniger einig mit dir. Ich verspreche nichts. Ich würde nur gerne diese Leute statt haben. Diese Limousinen-Menschen, schwarzen. Sag mal, aber dann kannst du uns vielleicht noch was sagen, wenn du dich hier so gut auskennst und alles im Blick hast. Die mit dem schwarzen Kastenwagen sind doch neu in der Stadt angekommen. Die waren doch nicht schon die ganze Zeit hier. Weiß ich das? Ja, du bist ja auch relativ frisch aufgewacht. Also, die sind da, seit du aufgewacht bist. Ein paar Wochen her. Die sind schon seit ein paar Wochen her. Okay. Nun, was meinen die anderen denn dazu? Angela, Andrew. Und vor allem du, Dicker. Ich glaube, es schadet nicht, die Nosferatu auf unserer Seite zu haben. Aber ich wüsste gern, für wen sie arbeitet. Sag dich doch.
an den Sheriff. War der Sheriff nicht auch bei dem Rat? Ja. Also arbeitest du ja doch für den Rat. Nein, ich sagte, ich bin nicht im Rat. Und ich arbeite auch nicht für den Rat. Ich arbeite für den Sheriff. Warum lässt er uns beobachten? Sheriff lässt jeden beobachten, der neu in die Stadt kommt. Das ist sein Job. Der Sheriff. Genauso wie es sein Job ist, mit dem Rat zusammenzuarbeiten. Oder würdest du etwa sagen, dass er den anderen nicht loyal ist? Der Sheriff verfolgt seine eigenen Pläne. Er ist, glaube ich, mit der gefährlichste Mann hier in der Stadt. Ich habe das Gefühl, das sagen sehr viele über sehr viele Leute hier. Hier stimmt's. Ist eigentlich egal, was wir sagen. Wir sind momentan sowieso nur Spielpöppchen hier. Aber wir haben einen Vorteil. So wäre? Ich muss dem Sheriff Bericht erstatten über euch. Und ich kann filtern, was ich ihm sage. Alles, was ich höre, ist Erpressung. Ich glaube, anders läuft hier nichts. So läuft das Spiel. Erpressen tue ich euch nicht. Ich mache ein Angebot. Ihr müsst es nicht annehmen. Wie stehst du zu Veronica? Also du kennst Veronica. Hat es jetzt nicht viel mit ihr zu tun. Sie ist halt auch im Rat. Veronica ist eine der Primogenen. Das wissen wir, ja. Sie ist mir so egal wie jeder andere. Was dich was dir auf jeden Fall, was dein Interesse aber geweckt hat, du solltest die Leute ja beobachten, ist, dass du weißt von früher, dass Veronica und Anna immer zusammen rumgehockt haben. Und das ist jetzt anscheinend nicht mehr der Fall. Weil ich halte nichts davon, so gegen Freunde vorzugehen. Das, was Veronica mit Anna gemacht hat, missfällt mir. Also, kannst du quasi bestätigen, was vorgefallen ist, ja? Ich weiß, dass sie früher befreundet war. Sehr gut. Aber das ist schon lange her. Na gut, ich meine, wir sind uns ja einig darüber, dass wir diese Ungezieferbeseitiger aus der Stadt haben wollen. Richtig. Bin mir noch nicht ganz sicher, was wir wissen können, was dir entgeht. Das würde mich auch interessieren. Du hast deine Augen und Ohren ja wohl überall. Wie können wir dir da nützlich sein? Als brutale Neulinge in dieser Stadt ohne wirkliche Verbindung. Das ist der Vorteil. Jeden Schritt, den ich tue, wird vom Sheriff gemacht. Dann weiß er auch gerade, dass du jetzt hier mit uns redest. Vielleicht. Aber er weiß nicht, worüber. Kann nicht zu häufig in gewissen Orten auftauchen. Habt
ihr den Sheriff schon einmal gesehen? Nein. Aber offensichtlich will er nicht gesehen werden. Dementsprechend würde mich gar nichts wundern. Ja. Er hat noch mehr Augen und Ohren als ich. Aber gerade weil ihr neu in der Stadt seid und keiner damit rechnet, ihr gewisse Wege einschlagt, könnt ihr zum Beispiel auch in den Gebäuden mehr hören und sehen als ich. Komme ich mit meinen Vögelchen oder nur schlecht? Oder gewisse Dinge tun. Ich kann nicht, schaut so ein bisschen auf sich runter, nach außen in Erscheinung treten. Mit Personen agieren. Funktioniert nicht. Naja, du könntest ja einfach was anderes anziehen und ein bisschen so deine Haare in Ordnung bringen, dann wäre das alles kein Problem. Deine Maske. Hast du gerade vorgeschlagen, Nosferatu soll sich nochmal schminken? Ich habe nur gesagt, die Haare ein bisschen schöner machen und was anderes einziehen. Ich habe nichts von Schminken gesagt. Es ist so schade, dass es das Darknet nicht mehr gibt. Damit könnte man auf dem YouTube dort mit Tutorials richtig viel Geld machen. Ich kenne da so eine echt gute Stylistin. Bruce jetzt auch. Nossi's Beauty Palace. Nossi's Beauty Palace, jawohl. Marktlücke. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Auch nicht meine Intention. Ich bin lieber die, die Information besorgt, nicht die, die im Vordergrund steht und irgendwelche Dinge tut. Dafür hast du ja dann uns. Richtig. Und uns erwischt es auch, wenn wir auffällig werden, während du in deiner stillen Ecke sitzt und dich unsichtbar machst. Ihr seid schon auffällig. Aber dann tun wir eventuell noch etwas, was diese Auffälligkeit begründet. Weil momentan mögen wir auffällig sein, aber noch hängt mir kein Gesundheitsamt am Hintern. Scheint mir anders. Wurde doch schon vom Gesundheitsamt, oder nicht? Ich habe bisher noch keine Erfahrungen mit denen gemacht. Zumindest könnte ich euch warnen. Ihr müsst. Es ist ein Angriff. Könnt natürlich weitermachen oder weiterziehen in die nächste Stadt. Dann ja, genau. Habt ihr keine Probleme mehr. Andrew? Warum genau wollen wir hier bleiben? Weil wir hier nicht mehr wegkommen. Warum kommen wir hier nicht mehr weg? Keiner kommt hier wieder weg. Was ist das für ein kryptisches? Versuch's. Nimm das Auto und fahr raus. Schneller als ihr denkt, werdet ihr. Vielleicht mache ich das sogar. Die Frage ist gerade eher, selbst wenn das der Fall wäre, dass wir nicht rauskommen, woher weißt du das? Fragst du es jetzt mich? Hat er versucht, dich abzusetzen? Was? Wenn du sagst. Ich war schon mal hier. Langer Zeit. Und dann warst du nicht mehr hier. Wann wart ihr hier? Hat mich viel gekostet.
Kenne ich den? Von früher? Ist schwer überlegen. Mach mal Intelligence und Politics. Ach du große Güte. Politics. Ah, immerhin ein Erfolg. Also du hast ihn noch nie gesehen. Du kennst auch den Namen Andrew nicht. Sag mal so. Also war es kein Zufall, dass wir hier gelandet sind. Ich habe einen Platz gesucht, an dem wir sicher sind. An dem es überschaubar ist, wer da ist und wer nicht. Wann wart ihr hier? Das müsste 50, 60 Jahre her sein. Rund um die Zeit, wo du verschwunden bist. Du solltest auf deinen Freund hören. Ich habe euch immer gesagt, dass diese Stadt besonders ist. Oder? Und dass wir sicher sind. Ich frage mich nur gerade, wie Adam dann weggekommen ist. Ja. Das frage ich mich auch. Und ich weiß nicht, also... Ja, diese Stadt scheint besonders zu sein, aber mit dem Gesundheitsamt hier, großer Mann stärker vertreten, bin ich mir nicht sicher, ob man diese Stadt wirklich noch als sicher bezeichnen könnte. Vielleicht hättest du dich vorher irgendwie nochmal schlau machen sollen. Das war nicht abzusehen. Wenn Adam wirklich verschwunden ist von hier, dann hat er einen großen Preis bezahlt. Und wenn er Angela hierher gebracht hat... War ich der Preis, ja. Vielleicht. Cool. Das bedeutet großer Preis. Meistens geht's um Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so prickelnd finde, dass du mich hierher gebracht hast. Wir sind unlebend. Ja. Diese Stadt hat keinen Namen. Diese Stadt steht auf keiner Landkarte. Diese Stadt ist die einzige Stadt in der Gegend von Texas, in der keine Flüchtlinge abkommen. So nah an der Grenze und trotzdem kommen keine Flüchtlinge eher vorbei. Ich weiß nicht genau, was vorgeht. Ich kenne das nicht. Ich habe versucht, es zu studieren, als ich hier war. Weil ich eine Verbundenheit mit dem sah, was ich suchte. Vielleicht ist das sogar richtig. Aber was ich noch weiß, ist... dass es diese Stadt besonders macht, dass man nicht einfach so herauskommt. Als Kind keins. Yay, wir sitzen alle in der Falle. Eigentlich eine sehr gute Position, eine Stadt ohne Namen. Eine Stadt ohne Landkarte. Eine Stadt mit wenig Durchlauf. Umgeben von nichts. Wer die Inquisition hier reingelassen hat, hat diesen sicheren Ort preisgegeben. Das ist ein größeres Verbrechen, als vielleicht vorher sowieso schon war. Korrekt.
Gut, dann haben wir gar keine andere Wahl. Das Ganze ist ja noch mehr fressen oder gefressen werden. Ich weiß, dass der Prinz den Zugang hat zu diesem mysteriösen Ding. Wenn es keinen Prinz gibt, müssen wir dafür sorgen, dass wir kontrollieren, wer der Prinz ist. Oder zumindest uns gut stellen mit ihm. Deswegen hatte ich... Schaut so zu Amanda rüber. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Toreador es in dieser Stadt gibt. Eine. Das glaub meine... Ich. Von wie viel oder von wie vielen weiß sie? Naja, eine. Mir eine stehen die Chancen gut, dass ich als alter Vampir meinen rechten Platz im Rat einnehmen kann. Dann dafür sorge, dass ich das Okkult-Ding, dieses, was auch immer es ist, studieren kann und es unter Kontrolle habe. Hm. Das war der Plan. Und große Pläne. Aber diese Inquisitionssache hat mir alles kaputt gemacht. Ich dachte, hier wäre sicher. War es früher einmal? Mittlerweile könnte es mitunter der unsicherste Platz von allen sein für uns. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es wieder sicher wird. Es war aber nicht nur Veronica, die für den die Anna ausgeliefert hat. War der ganze Rat. Ja. Und ich verstehe nicht, warum. Will ich herauskriegen. Ich auch. Hast du eine Ahnung, was mit dem Prinzen passiert ist? Edo? Ja. Eine Ahnung. Ich würde meinen, er hat den Ruf gehört. Das sind Märchen. Hm. Wenn du schon mal hier warst. Heißt das, du kennst auch alle aus dem Rat? Nein. Ich war nie lange hier. Aber müsste Ido dann nicht sehr alt sein, wenn er den Ruf gehört hat? Ja. Ist das müsstest du doch wissen, Andrew, oder? Ido ist ziemlich alt. Ich habe einmal mit ihm gesprochen, als ich hier war. Ich kenne ihn aber jetzt nicht besser als... Mein Prinz, ich bin vor Ort. Ich gehe morgen wieder. Wie lange war Ido schon Prinz hier? Ziemlich lange, oder? Du kannst dich an keine Zeit erinnern, wo es nicht war. Also, du bist jetzt ja auch nicht so super alt, aber du bist halt schon älter als alle anderen hier. Also zumindest von seinem Auftreten her. Ja, ein Renaissance-Holländer. Also ein paar hundert Jährchen. Wie gesagt, wir haben ja im Endeffekt keine andere Wahl. Information für Information. Die Toreador-Position, die ist übrigens noch nicht besetzt. Ellen Skillman hat sich beworben, aber sie ist kein Primogen. Nur so.
Also sie ist der einzige Toreador in der Stadt bisher. Jetzt sind wir drei. Vielleicht wird es in der Zeit, nicht nur den Ratssitz, sondern vielleicht sogar das Prinzenamt zu fordern. Das Prinzenamt war in der Hand unseres Clans Samantha. Das habe ich schon rausgehört. Vielleicht sollten wir etwas offensiver vorgehen. Das würde doch heißen, wir sollten mal ins Elysium gehen, oder? Ich würde gern wissen, was Isaiah dazu sagt. Er ist derjenige, der für die Politik zuständig ist, denke ich. Aber du kannst uns sicher sagen, wo das Elysium ist. Wir wissen nur, dass es früher bei Joy im Theater war. Das ist auch der einzige Ort, den du kennst, ja. Ich kenne keinen anderen Ort. Dann könntest du vielleicht helfen, rauszufinden, wo sie sich jetzt treffen. Sicher? Unsere Vermutung wäre, dass es die Kirche ist, in der Veronica residiert. Ich kann es versuchen. Gut, und was konkret möchtest du jetzt von uns haben? Ich möchte, sobald ihr Informationen über anderen Vampire vor allem, sobald ihr was erfahrt, warum? Na, sobald ihr über den Warum erfahrt. Jegliche Information, die euch noch so unbedeutend erscheint, möchte ich, dass ihr mit mir teilt. Vor allem, wenn ihr Informationen auch über Joe bekommt. Die sind mir besonders. Vielleicht. Momentan können wir damit halt leider nicht dienen. Wir schwenken nochmal rüber zu Bruce und diesem peinlichen Empfang hinter der Bühne von diesem Operetten-Modenschau-Dingen. Mhm. Bruce fühlt sich, wie gesagt, wahrscheinlich immer noch fehl am Platze. Mr. Pranava redet immer noch ausgelassen mit der Dame, mit der Designerin. Ja, wenn diese Taube weggeflogen ist, dann beginnt sich auch wieder in Bruce dieses Gefühl, dass absolut fehl am Platz seins bereit zu machen und schaut so ein bisschen hilfesuchend nach links und nach rechts und schaut wie nach normal aussehenden Leuten sich um. Ja, es kommt ein relativ adrett gekleideter Mann irgendwie in deine Richtung. Okay. Ja, ich schau mal den mal genau an. Mustere den so. Ja. Moment. Also natürlich auch mit Sense the Beast. Ich würde dann auch vielleicht diesmal wirklich aktiv darauf würfeln. Mhm. Kann ich ja durchaus. Ja. Da müsste ich jetzt Resolve und Animalism würfeln. Gegen sein Composure und Subterfuge. Mhm. Und Composure. Ja, okay, ich habe nur einen. Ja. Ja. Aber da er gar nicht davon ausgeht, dass er gerade irgendwie bewusst angesehen wird oder sonst irgendwie, würfel ich dagegen gar nicht. Okay. Der scheint dich auch gar nicht gut großartig wahrzunehmen, drückt sich eigentlich nur an dir vorbei, wenn du das zulässt. Nee. Also wenn er jetzt direkt zu Mr. Pinava will, will ich mich natürlich in den Weg stellen und so. Hand wahrscheinlich vor ihn halten, irgendwie an seine Brust und so. Entschuldigung? Kennen wir uns? Nein. Aber wie Sie sehen, ist Mr. Pinava im Gespräch. Wollen Sie irgendwas von ihm? Nein, aber von meiner Freundin. Ja. Dann. Er schaut sich so ein bisschen an. Reagiert sie auf ihn irgendwie?
wenn die gerade im Gespräch sind. Schaut so in die Richtung rüber und winkt so. Ja, dann nick ich ihm so zu, gut. Ja, und du hast dann so, Adam, hallo. Was, Adam? Sonst ja, so? Die umarmen sich. Küsschen rechts, okay. Küsschen links. Ja, ey. Dreht's auch mal so ein paar Schritte näher, weil, ne? Also so ein und bisschen näher zu Mr. Pnava. Unterhält sich dann mit Pnava. Reicht ihm so die Hand. Der schaut ihn so an. Pnava, mein Name. Václav Pnava. Darf ich Ihnen meine Karte anbieten? Reicht zu meiner Karte. In- und Export. Ja, und die unterhalten sich ein bisschen, aber auch nur Smalltalk-mäßiges. Der Adam scheint überhaupt kein großartiges Interesse an Pnava zu haben. Scheint ihn auch eher so irgendwie von oben bis oder so Schnösel irgendwie anzugucken. Das merkt man so seinem Gesichtsausdruck an. Mhm, kenne ich. Ja, aber weil du Sense the Beast ja gemacht hast, ist dir eindeutig klar, dass es sich bei Adam und einem Vampir handelt. Mhm. Ich kann ja... okay, ja genau. Ich könnte jetzt noch erkennen, ob der irgendwie feindlich gesinnt ist oder so, aber wahrscheinlich nicht. Nee, ja. Jetzt gerade nicht. Also jetzt gerade, wo er mit Pranava redet, der scheint ihn nicht zu mögen, aber sonst... Mhm. Ja, aber wahrscheinlich konzentriere ich mich so ganz kurz auf ihn, versuche jetzt nicht irgendwie anzustarren. Und er lugt immer mal so hin und her und dann konzentriert er sich so auf ihn. Wahrscheinlich nutzt er da auch irgendwie seine Beast-Sinne halt, ne? Irgendwie sowas. Schaut so richtig. Ja, ja, ne, beobachtet den halt. Ne, wie so ein Raubtier auf der Pirsch, so beobachtet er ihn halt so genau. Und irgendwie so Körpersprache zu Pnava und so. Aber, ja. Ist, ja, irgendwie sagt er, wir haben noch zu tun, müssen leider jetzt auch irgendwie gehen. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Mr. Pnava. Ja, es hatte mich vor allen Dingen gefreut, ihre Freundin kennenzulernen. Vielleicht trifft man sich wieder und vielleicht kann ich einige dieser schönen Stücke erstehen. Melden Sie sich doch, wir hatten darüber gesprochen. Dreht sich dann irgendwie um, ich empfehle mich. Dreht sich zu Bruce, wirft Bruce so einen Blick zu, lächelt. Hm? Ja, er nickt auch so die Herrschaften. Mr. Pnava. Und, ja. Dann geht ihr beide raus, lasst die beiden da stehen. Und als ihr so ein bisschen alleine seid, was halten Sie von der Dame und dem Herrn? Nun ja, er schien sie nicht ganz zu mögen. Oh, das habe ich durchaus bemerkt. Hm. Nun ja, sie sieht ganz adrett aus. Ich muss gestehen, ich mache mir ungern Meinungen über Leute. Aber sie scheint ja durchaus zumindest höflich zu sein. Vielleicht auch freundlich. Aber ich kenne mich damit nicht so aus. Meinen Sie, gerade die beiden passen zusammen, Mr. Williams? Warren heiße ich. Warren, Entschuldigung. Warren. Er guckt ihn so ein bisschen fragend an. Ich weiß nicht, Sir. Ich will mir da nichts anmaßen. Ein schönes Pärchen, oder? Wenn Sie das meinen? Oh, ich habe nach deiner Meinung gefragt. Ihre Meinung ist da worden. Nun, tatsächlich ist mir sowas relativ gleich. Aber, naja. Ist es Ihnen gleich, mit wem man zu tun hat? Mit wem man spricht? Nein, ob sie ein schönes Pärchen sind oder nicht. Der einzige Fakt ist ja nun mal, dass sie ein Pärchen sind. Ist das so? Wahrscheinlich. Das ist ein bisschen Fragen. Eine interessante
Beobachtungsgabe, die Sie da haben, Mr. Warren. Vielleicht sollten wir die noch ein bisschen trainieren. Wie wäre es, wenn wir uns morgen wieder treffen um 11 Uhr abends? Wie Sie wünschen, Sir. Ja. Vielleicht gehen wir dann einmal bei dieser Designerin zu Hause schauen, was sie für Kleider zu Hause hat. Welche ich davon kaufen kann. Ja, wenn Sie gerne Kleider kaufen möchten, können wir das gerne tun. Und ich bin mir sicher, wenn Ihr Freund auch wieder da ist, dann habe ich meinen Freund auch dabei, nicht wahr? Meister Warren, glauben Sie, wir sind ein gutes Pärchen? Unbedingt. Auf jeden Fall, Sir. Das denke ich auch. Ja. Ja, also morgen dann 11 Uhr. Möchten Sie heute sonst noch irgendwo hin, Sir? Ich denke, ich habe genug Kultur für heute Abend. Und interessante Leute kennengelernt. Ich auch. Steckt übrigens seine Visitenkarte, die er nicht abgegeben hat, wieder in sein Portemonnaie. Aha, okay. Ja, gut, dann bringt Bruce ihn zum Wagen. Ja, und fährt ihn zurück zum Hotel und verabschiedet sich wieder und dann stehst im nächtlichen Regen etwas verdutzt ob der Ereignisse heute Abend. Und wie sieht es bei Amanda, Samantha und Dr. Angela aus? Worauf habt ihr euch geeinigt? Ja, ich denke, das wir werden dann den wohl... Deal halt eingehen. Ja. Ach, weil man Angela auf jeden Fall ansieht, dass sie mit der Gesamtsituation unzufrieden ist. Sam schließt sich diesem Gesichtsausdruck an. Und hat nebenbei noch ein kleines Hühnchen mit einem gewissen Feuer zu rupfen. Ja. Andrew wartet, bis Amanda wieder verschwunden ist. Also verschwindest du wieder in den Schatten danach? Oder dreht sich dann zu Angela und meint, das, was wir hier besprochen haben, ich denke, das ist im Sinne unserer aller Unleben, nicht wahr? Möchtest du mir jetzt auch noch drohen? Ich möchte nur wissen, mit wem ich zu tun habe. Wir drei sind ein Klüngel. Wir. Und ich bin allein. Und Sam. Nochmal, ich hab's gerade nochmal akustisch nicht verstanden. Ich hab gesagt, und ich bin allein. Eben deswegen frage ich, kann ich dir vertrauen, wenn du allein bist und auf dich selber aufpassen musst? Oder verrätst du uns dann den Erstbesten, um deine eigenen alleine Gründe durchzusetzen? Ich wüsste nicht, was ich davon haben sollte, irgendjemanden zu verpetzen. Das ist nicht mein Stil. Ich habe dich auch nicht so eingeschätzt. Ich kann nicht sagen, dass ich ein Fan von diesen Machtallüren bin. Aber ich werde... Er ist doch schon ein Fan von... ...keine Steine in den Weg legen. Wenn ihr erzählt habt, dass der Sitz im Rat, die Brucha keinen Sitz haben. Wenn ich Prinz werden sollte, oder Samantha... ...ändern wir das. Und da du der einzige Brucher in der Stadt bist, würdest du profitieren. Lass uns da mal drüber nachdenken, wenn es denn soweit ist. Wie gesagt, aber ich werde... Ich möchte nur wissen, woran ich bin.
Und ich biete dir an, zusammenzuarbeiten. Ich möchte nicht jedes Mal über meine Schulter sehen müssen, wenn wir reden. Was ich gerne hätte, ist, dass du mit uns ganz normal kommunizierst, wie wir untereinander alles auch tun. John hat einen anderen an dir gefressen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich vertraue John. Aber ich vertraue dir noch nicht. Was meinst du, Sam? Sie ist ein Hitzkopf. Das sind alle Bruha. Aber ich denke, sie hat sich bisher ehrenhaft verhalten. Hat sie. Sie hat noch viel. Ich bin hier. Ja, also nur so. Redet nicht über mich, als wäre ich nicht da, bitte. Danke. Ich würde eher den Leuten vertrauen, mit denen ich schon ein paar Mal geredet habe. Und die sich bisher, wie gesagt, als zuverlässig erwiesen haben, wie dem anderen Abschaum, der hier in der Stadt rumkriecht. Ich weiß nicht, wenn du schon mal hier gelebt hast, Andrew. Nicht gelebt. Warum hast du dich da? Ich war schon hier. Gut, wenn du schon mal hier warst. Warum hast du bisher noch keine Bestrebung gemacht, herauszufinden, wen du noch kennst? Weil ich niemanden kenne hier anscheinend. Frank Graham? Sabra Ortiz? Malcolm? Sagt mir alles nichts. Ist es normal, dass sich die Gesellschaft so schnell verändert? Nein, aber als ich hier war, habe ich mich auch nicht sonderlich darum gekümmert, wer hier lebt. Warum nicht? Weil ich nach diesem okkulten Ding gesucht habe und nicht nach Gesellschaft. Naja, aber da hast du, braucht man dazu nicht auch Kontakte? Nein. Gut. Also, ich denke, wenn wir Isaiah vertrauen und wenn wir dieser Amanda vertrauen, können wir genauso gut Angela vertrauen. Ich vertraue Amanda nicht, aber wir haben einen Deal. Ich vertraue auch Isaiah nicht. Aber mit ihm haben wir gar keinen Deal, das müssten wir noch ausklamüsern. Und mit Dr. Angela bin ich gerade dabei, einen Deal zu schließen. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe nicht vor, irgendwem hier Steine in den Weg zu legen. Und solange das, was wir machen, unsere allem Interesse ist, sehe ich keinen Grund, nicht zusammenzuarbeiten. Ich sagte schon mal, wir sind ein Klüngel und ich habe schon mal angeboten, dass du mitmachen darfst. Wegen John. Warum hast du abgelehnt? Weil ich euch noch nicht kenne. Genauso wenig, wie ihr mich kennt. Und ein Klüngel ist, von dem, was ich gehört habe, eigentlich eine ziemlich große Sache. Findet ihr nicht? Ich habe in letzter Zeit sehr viele, sehr impulsive Entscheidungen getroffen. Einige davon bereue ich. Und ich möchte nicht bereuen, wen ich zu meinem Klüngel mache. Wobei ich muss sagen, zwischen Sam und John ist es mittlerweile tatsächlich ein wenig verlockender, tatsächlich eurem Klüngel beizutreten. Und der Dicke ist auch in Ordnung und ich gehe so hin und klopfe ihm so auf die Schulter. Ey, ich hab ihn bemerkt, ja, ich hab ihn nicht vergessen. Ja, man sieht seine Gesichtszüge nicht unter der Maske. Aber ja. Es strahlt eine Aura von ich bin da. ich wurde erkannt. Ich muss zugeben, ich habe nicht erwartet, dass das Angebot noch steht.
reichte die Hand hin. Ein letztes Mal. Klüngel wachte aufeinander auf. Klüngel arbeitet nicht gegeneinander. Mein Angebot an dich. Okay. Okay, cool. Ich reiche ihm die Hand. Ja. Er zieht sich zu dir ran und umarmt dich. Ich brauche ein paar Sekunden, aber ich erwidere das. Klüngel und so. Wir passen aufeinander auf. Wir arbeiten zusammen, nicht gegeneinander. Lässt dich wieder los. Lass uns John suchen. Wir haben eine gute Nachricht für ihn, nicht wahr, Sam? Ja. Jetzt sind wir endlich zu viert. Dreht sich rum und geht aus der Gasse. Ich bleib stehen. Das tut mir so leid. Ich geh mal auf Sam zu und umarm sie auch. Ich Absatz um und geh hoch in unser Apartment. Ich glaube, das ist eine schöne Stelle, um für heute. Ich knall noch die Türe. Und was ich da mache, machen wir dann in 2 Wochen. Alle gehen in verschiedene Richtungen. Angela läuft Sam hinterher, die knallt die Tür. Und der letzte Blick, den wir für heute dann haben, ist die Szene in der Gasse mit dem Eisautomaten. Der Dicke steht vor diesem Eisautomaten, blickt mit seiner Maske runter und meint: 5. Kra! Tätschelt den Raben. Und das ist dann die letzte Szene für heute. Ja. Vielen Dank fürs Mitspielen. Danke fürs Leid. Leider mit ja etwas Verspätung und auch etwas überzogen, aber ich fand es sehr schön heute und ja. Danke, dass Züdi, dass du eingesprungen bist. Danke, dass ich mitspielen durfte. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja. Mal sehen, ob uns Amanda nochmal begegnet in Persona oder nur über die Raben. Zumindest hat die... die Rabenmutti! Raben oder Krähen oder Tauben oder... Ja, wer weiß schon, welche Vögel in der Stadt sie alle kontrollieren. Halsbandsittiche. Und ja, Bruce hat auch einiges erlebt heute. Und ja... wir werden das übrigens versuchen, so weiter so zu machen, falls irgendjemand mal ausfällt wegen irgendwelchen Sachen, dass dann immer jemand einspringen kann. Ob die Züdi das sein kann, dann wenn sie dann Zeit hat. Oder ich habe noch einen anderen Ersatzspieler an der Hand. Also damit ihr auch immer eine schöne Folge Blood and Sand bekommt, auch wenn einzelne Personen mal nicht können. Ich denke, das hat heute sehr gut funktioniert. Und ja. Schauen wir mal, was die Zukunft ist. Das nächste Mal schauen wir dann auch, was Isaiah erlebt hat in der Zeit im Taxi, auf dem Weg nach Hause oder wo auch immer er hingefahren ist. Und was er da zu tun hatte. Gut. Schauen wir mal kurz, wer heute so alles noch im Chat rumhängt. Wen haben wir denn? Apricot Drop Food, der Azrael ist da, der Commander Root, Dollard Power, D-Rex. Host, Giveaway, Lucky Lucano, die Polizei, der Positivity Bot, Schattenjäger, Shamasa, Slow Cool, Spoon, Steelhammer, Jairobi und ja, Züdi ist natürlich auch da und Demonic Sugar und Feramin. Ja. Und ja, Dankeschön fürs Zugucken. Falls ihr das später guckt auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Kommentar unter dem Video. Und schaut auch mal auf dem Nordpol vorbei, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Da gibt es ganz viele andere tolle Rollenspielrunden, unter anderem auch von der Züdi zum Beispiel, die macht ganz viel. Oder von anderen Spielerinnen und Spielern. Und falls ihr uns mal live sehen wollt, dann empfehle ich euch im Sommer auf die NerdCon zu kommen. Nochmal kurz Werbung dafür zu machen. Wir haben noch einige Plätze frei. Infos dazu gibt es auch auf dem Nerdpol. Ja, schaut da mal vorbei. Und ansonsten
wünsche ich euch noch den Segen der Nacht für heute und bedanke mich nochmals fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.